Herzlich willkommen für die, die die Aufzeichnung des Streams anschauen. Der Rest, der wird in den nächsten Minuten eintrudeln. Vielleicht ist der eine oder andere ja schon am Start. Wir schauen uns auf jeden Fall heute alle drei Folgen Seven vs. Pfand an, so wie es auch im Streamtitel steht, und quatschen ein bisschen drüber. Auf ganz entspannt. Es ist übrigens Freitagmorgen in 0.47 Uhr. Es lohnt sich grundsätzlich arbeitslos zu sein als mein Zuschauer. Gummo. Junge, fieser Fettsack ist der Erste, der reinschreibt. Das macht mich glücklich. Servus. So. Herr Blocksberg, das ist die beste Uhrzeit überhaupt. Klötenpeitscher, moin. Geil. Einfach schön. Zu den Zeiten kann man nur online sein, wenn man arbeitslos ist. Exakt, das ist der Sinn der Sache. So umgebe ich mich nämlich mit den besten Zuschauern der ganzen weiten Welt. Den wundervollsten Menschen im ganzen Internet. Hm. Oh ja, Gummo. Bitte, wenn Kunilingus im Chat, vielen Dank. Hallo, moin. Jawohl, mein Samen hat sich schon viel zu lange aufgestaut. Kampf, Junge, das, Alter. Grüße zurück ans arbeitende Volk, was hier hoffentlich nicht zu zahlreich vertreten ist. Merkur-Automat 140, dem kann ich wirklich nur beipflichten. Absolut. Herr Schnittlaus, nein. Omega Lull. Na, ein Hoch auf die Arbeitslosigkeit, in der Tat. Es gibt wirklich kaum ein schöneres Geschenk des Herrn, als arbeitslos zu sein auf dieser wundervollen Welt. Wie die nächste Staffel ist Seven vs. Gamelen, ein Junge. Es ist höchste Zeit fürs Schlammcatchen. Was empfiehlst du für harten Stuhlgang? Ja, lauwarme Einläufe. Lauwarme Einläufe. Die helfen sowieso im Allgemeinen gegen alles. Kind, wer nicht aufwacht und erstmal in die Dusche geht, den Duschkopf abmontiert, also die Brause. Und sich schön auffüllt. Junge Makali, Alter. Geisteskrank. Wie ist dein Stuhlgang im Moment? Auf jeden Fall nicht in mir, der ist schon draußen. Geisteskrank. Was machst du jetzt? Das, was im Titel des Streams steht, geliebter Onkel. Ich warte nur noch ein paar Minuten, damit auch alle am Start sind. Beziehungsweise alle werden nie am Start sein. Es wird auch 5 Minuten vor Streamende noch jemand neu dazu stoßen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Es lohnt sich doch mal lieber 1 Minute länger zu warten, bevor man loslegt. Tacho Kasuma, ich grüße Sie ebenfalls. Maspilot Medal. Was ist das für eine Fahne am Mikro? Also welches Land? Ne, Deutschland, das sieht man doch. Wir starten bei 1000 Zuschauern, dann wird der Stream wohl verlegt werden müssen. Machst du nächste Woche Unboxing mit Marvin California zur Aschebox? Das ist in der Tat geplant, falls diese Box auch wirklich am Freitag da ist. Wenn sie nicht Freitag da ist, dann schaffe ich es nicht. Weil Samstag 8 Uhr morgens geht es erstmal dann ein paar Tage nach Polen. Leben ist hart. Die dritte Folge kommt ganz normal heute, 13 Uhr, also Freitag 13 Uhr auf YouTube online, ja. Also wenn du jetzt schlafen musst, dann schlaf. Dieser Stream hier wird auch im Nachhinein hochgeladen. Das soll ja auch einen gewissen Mehrwert bieten. Wurde sich auch explizit mehrfach gewünscht, dass ich das mache, deswegen. Ja. Aber erst wahrscheinlich Sonntag. Alter Bollo, danke für 3 verschenkte Subs. Vielen Rektums, Dehner, geliebter Bruder. Schlafen ist überbewertet, das sind Fakten. Ich hoffe, bei der nächsten Seven vs. Pfand wird Gamel nach Glas tauchen. Junge, das, Alter, die Dunkelziffer an Glasflaschen am Grund der Elbe ist nämlich astronomisch. Naja. Starlord 361, danke für deinen Prime. Ich grüße Bela, oh. Liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle. Ey, dass der Schänder wirklich verstanden hat, dass man die Reste aussaufen muss, das macht mich so fertig. Ey, da kommt mich immer noch nicht auf klar. So geisteskrank, Alter. Viel Liebe zurück. So.
Van Boven, ich bin nicht hier, um auf irgendwelche neue Drecksmusik zu reagieren. Grüße an Pierre Vogel gehen auf jeden Fall noch raus. So, jetzt bedanke ich mich noch bei dem guten Herr Da Vinci YouTube für den dritten Prime, den er hier rausgemettelt hat insgesamt. Vielen rektalen Arsch und wir werden jetzt aber auch mal loslegen. Hey, sorgt mal für eine bessere Zugverbindung zwischen Dresden und Leipzig. Was? Dauert eine Stunde 7 Minuten? Oder 1 Stunde 9 Minuten der andere? Wenn du nicht ICE fährst, dann beendet bitte dein Dasein. Kappa! Gut! Okay, werden wir jetzt hier mal loslegen und zwar mit Folge 1. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie. Und ja, aber nicht nach 0 Uhr. Ja, das stimmt. Das ist natürlich nervig, ja. Das ist aber im Allgemeinen ein Problem. Da stimme ich dir absolut zu. So, Junge, wir sind hier beim Kong Toridan. Also, was hat eigentlich Inspiration gegeben für dieses Format? Drecksgeschwätz. Das kam, glaube ich, mal auf. Das hat, glaube ich, mal irgendjemand in den Chat geschrieben beim Twitch, als ich mit dem Sergeant spazieren war. Macht doch mal sowas wie Seven vs. Pfand. Aber das ist schon 1-2 Jahre mindestens her. Wieso hast du so viele Flaschen gehortet? Das ist der Betrug. Genau wie ich es im Video gesagt habe. Ich bestelle mir alle 3 Monate bei Durst Express unfassbar viel, also im Wert von ungefähr 200 Euro insgesamt, Getränke aller Art und hebe dann natürlich die ganzen leeren Sachen auf. Ja, das ist natürlich praktisch. Harald, du kannst gerne in 3 Monaten hier von mir einen Beweis bekommen, dass es sich wieder so viel anstauen wird. Ach geil, aber im gleichen Atemzug hat das noch von Anfang an für eine sehr wichtige Kontroverse gesorgt. Und zwar dieser Hass. Ah, ihr werdet es auch noch in der dritten Folge dann sehen, wie ich die ganze Zeit verbracht habe, anstatt hier zu sammeln. Ach, so geil. Ich würde aber auch im Nachhinein sagen, hätte ich alles gegeben und von 15 bis 20 Uhr so viel Pfand zusammengerafft wie möglich, hätte ich mindestens das Dreifache gehabt. Im Vergleich zu dem, was ich auf meinem Balkon rumstehen hatte. So viel war das nämlich gar nicht. Junge Harald, Alter. Was wird noch gefragt gerade? Das finde ich ganz gut. Wie kamst du auf eine so hohe Prämie? Also ich finde das jetzt nicht zu hoch, ganz ehrlich gesagt, weil es soll ja auch ein bisschen Motivation geben. Ich wollte ja von Anfang an noch kein Format machen, wo einfach nur Pfand gesammelt wird, also wo alle in Mülleimer wühlen oder am Wegesrand oder was weiß ich. Es sollte, das war auch wirklich mein Plan, einfach ein bisschen spannender und actiongeladener sein, dass die Leute auch wirklich mal ein bisschen Kreativität zeigen und auf alle möglichen, auch vielleicht unkonventionellen Arten Pfand zusammenkriegen. Ja, und dieser Effekt mit dem höchsten Bon am Ende, der kann durchaus nochmal den einen oder anderen Twist ans Ende setzen. Aber ich will jetzt auch nichts spoilern, was die dritte Folge angeht. Da sieht man nämlich einiges diesbezüglich. Für die arbeitslosen Teilnehmer ist das viel Geld. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Die Leute sollen ja auch motiviert gewesen sein. Zu hohe Prämie, Gamel hat sein Leben riskiert, Junge. Das, Alter. Wie wäre es als neues Format? Zum Beispiel 7 versus Battlen, Alter. Wir sind in Schauerberg. So, legen wir es aber erstmal los, bevor wir hier uns zu sehr verquatschen. Die Reaction wird sonst 4 Stunden lang. Ja. Das war der falsche Knopf. Junge, ich habe fast den Stream beendet. Ja, man sollte die Maus auch nicht. Ja, oh Gott. Alter. Oh. Ich bin so verblödet. Ich hatte wirklich glücklicherweise gerade die Maus 1 Zentimeter unter Stream beenden von OBS, sondern auf Aufnahme starten. Habe einfach gerade die Aufnahme gestartet. Ich habe gerade wirklich fast den Stream beendet. Gut. Geht schon mal sehr gut los. Herr Dichtkopf, guten Morgen. Ja. Alter, ich raste komplett aus. Ich bin geistig absolut nie auf der Höhe. Moment. Komm zurück in die Zukunft. Ah, okay, jetzt. Ich brauche wirklich eine Therapie und reagiere zu selten auf irgendwelche Sachen, als dass ich hier eine gewisse Routine drin habe. So, jetzt geht's los. Es fängt ja richtig wild an heute hier. Komm zurück in die Zukunft. Da sind fast schon alle da, ich fasse es nicht. Was? Körperlich, ja. Körperlich bin ich nicht da.
Sirle Ossi, welcher Schnitt? Das sind, ist eine Aneinanderreihung von Szenen. Aber ich habe schätzungsweise hatte ich für die erste Folge vielleicht so 32 Minuten Rohmaterial, wenn das jetzt die Frage ist. Also es ist viel Mist natürlich weggeschnitten worden. Ja. Jürgen, ich bin ja geil. Wunderschön. Dass überhaupt alle pünktlich und gleichzeitig da waren, also fast alle, ist ein absoluter Traum. Also ich will für die, die natürlich jetzt die dritte Folge noch nicht gesehen haben, nicht spoilern, aber das Hartschen ist ja nicht anwesend, weil der arbeiten musste. Viel, viel länger als gedacht. Und dann auch so eine 15-Stunden-Schicht hatte. Aber, Spoiler, der Mann ist nicht leer ausgegangen. Wahnsinn, einfach schön. Schnittlauf, danke. Hallo und herzlich willkommen zu Seven vs. Fund. Ja, ich weiß, dass Mike... Ach, fliegt euch. Hier sehen Sie sechs Menschen. Ich bin der siebte. Warte mal. Das hart wird. Ja, doch acht. Warum sind wir denn jetzt acht? Weil du dich selber mit... Wir sind doch gar nicht acht. Hä? Warte mal. Da sitzen sechs Leute auf der Bank und ich bin der siebte. Ah ja, Junge, ich habe den Chris da noch nachträglich, der Chris saß eigentlich auf der Ersatzbank sozusagen, ja, genau so war es nämlich. Kameramann ist die Freundin vom Schänder, die zählt nicht mit, aber da ich ja vorher schon gesagt habe, dass man zur Hilfe nehmen kann, personentechnisch, wenn man möchte, geht das ja klar. Weil der Sergeant kein Mensch ist. Stimmt, ja. Du hast dich selber die ganze Zeit nicht mitgezählt, du Trottel. Ja, dann ist es halt acht, aber... Ja, der Chris kam ja am Ende noch dazu. Ach stimmt. Nee, also im Endeffekt sind es ja Seven vs. Fun. Ach, scheiß drauf. Jedenfalls sind wir dann acht Leute. Ja. Aber das ist ja vollkommen egal. Jedenfalls. Folge 3 kommt am Ende dieses Streams oder 13 Uhr, wenn du ins Bett musst, mein Engel. Heute ist es behindert. Ja, der August, der hat die Regeln schon vor 2 Stunden bekommen, weil der nur bis 8 Uhr Zeit hat wegen Arbeit. Und ich bin nicht ganz so schräg. Das ganze ja. Muss leider noch verkünden, dass der Sergeant noch arbeiten ist. Der bekommt bis 22 Uhr Zeit. Der wird insgesamt etwas weniger Zeit haben, aber das ist ja nicht mein gottverficktes Problem. Ich habe rechtzeitig Bescheid gesagt, wann das Ganze hier startet. Ja gut, also im Prinzip nimmt der Sergeant nicht teil. Nee, wir schauen uns während dieses Streams die... Privat, also die Folge ist noch auf privat bei YouTube, die schauen wir uns in diesem Stream aber schon an. Also, ihr seht das als erstes. Ich blende euch jetzt nochmal hier sein Statement. Sein Statement ein. Er musste nicht nur länger arbeiten, sondern auch exzessiv länger arbeiten. Das ist unter anderem irgendwie die Schuld von Chris, weil er dort mitarbeitet. Es ist auf jeden Fall amüsant, aber ich habe ihn natürlich eingeplant. Weil, wenn es um Pfand geht, sollte das Hartschen natürlich auch dabei sein, aber höhere Mächte und so. Vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Ja, gottverdammte Scheiße, ich bin immer noch am Einrollen. Was erwartest du denn? Also, wenn ich sage 16, 17 Uhr, bin ich vielleicht mal, wenn es gut läuft, raus. Mann, ey. Dummer Bastard. Das ist aber auch so geil, wenn man den Hintergrund kennt. Es war in diesem Sekunde 16.20 Uhr, da war der Mann noch lange nicht fertig mit Arbeit. Und... die Schicht begann ja um 4 Uhr morgens. Also wer den Vlog gesehen hat, das war nach der Party, nach dieser Tech-Veranstaltung, wo wir waren, wo der Sergeant dann völlig random irgendwie um 4 Uhr morgens dazugestoßen ist, um abzubauen. Das war wirklich 12 Stunden, bevor diese Aufnahme hier verschickt wurde. So müsst ihr euch das vorstellen. Das ist wirklich körperlich sehr harte Arbeit. Und auch wo er das geschickt hat, war der Feierabend noch nicht unbedingt in Reichweite. Ja, das ist im Prinzip der Grund gewesen, warum er auch dann nach Feierabend nicht mehr erschienen ist. Ach, das macht mich so unfassbar geil. Ja. Nun, hier sind die Regeln, die wir natürlich auch mal verkünden. Attila, ja, da geht's schon los. Gut. Das ist ein Zufall doch, geil. Doch, sind nur zwei. Also. Also, man darf jeden um Hilfe bitten. Auch mit seinen Social-Media-Kanälen. Es ist alles erlaubt, was die Besorgung des Lehrguts angeht. Eins ist wichtig, beziehungsweise mehrere Sachen. Also das hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass im Prinzip, also ich hätte gedacht jetzt mehr oder weniger, dass
gefühlt alle der Jungs einfach nur ihre Reichweite nutzen, um so viel Pfand wie möglich sich irgendwie zu erschnurren. Aber das hat ja unterm Strich keiner gemacht. Das war im Prinzip beim Seibt und beim Superfahr auch nur Zufall, wo die den Jungs begegnet sind mit diesem Pfand im Garten zum Beispiel. Und alle anderen haben es auch nur einfach wirklich von Privatbekannten oder Kollegen einfach gemobst. Hätte ich zum Beispiel jetzt nicht so gedacht. Noah, Alter, danke für den 9. Monat. Junge, fuck you. Nur euer Lehrgut, was ihr abgibt, zählt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach zu einem Kumpel gehen, der auf Arbeit irgendwie im Wert von 400 Euro Lehrgut hat und das abgeben und dann so tun, als wäre das alles. Also, fick dich, Fred! Ja. Fick dich! Weißt du, was euer Plan war? Das wusste ich nämlich, weil einige natürlich im großen Stil, also Kollegen von meinen Freunden im großen Stil Pfand in der Gastronomie rumstehen haben und so, und da hätten die einfach dann hingehen können und das abgeben können und das einreichen können, und deswegen habe ich das direkt mal erwähnt, und der Seibt hat dann scheinbar schon sowas angekündigt. Einfach schön. Das Auto war aber schon ein Gamechanger. Also zu dem Thema muss ich auch ganz ehrlich sagen, jeder der Jungs wusste, weil ich es vorher schon gesagt habe, bereitet euch vor, organisiert vielleicht Hilfe, bla bla bla. Und zum Beispiel die Freundin vom Schender hat auch ein Auto, die haben einfach so keins genutzt, warum auch immer. Und der Jamal hat mehr als genug Freunde, die auch ein Auto haben. Also ist für mich persönlich absolut keine Grund zu sagen, da ist irgendwas unfair gewesen oder so. Ja. Das dachte ich mir nämlich schon, das gilt nicht. Also wenn ihr irgendwo bettelt, das Lehrgut geschenkt bekommt von Fans, von Familie, von Freunden, was weiß ich, und es aber auch eures ist. Also ihr müsst im Prinzip das Geld dann in die eigene Tasche stecken, das ist wichtig. Ihr könnt es auch sammeln, Superware, ihr könnt es auch saufen. Gut, das Lehrgut muss im Einzelhandel abgegeben werden, Großhandel, Selkos, Metro oder so zählt nicht. Das ist eine Regel, ganz einfach. Stimmt, das habe ich gar nicht richtig gehört, das höre ich gerade zum ersten Mal, weil ich nie Kopfhörer auf hatte beim Schneiden. Deshalb sagt er auch, weil du dann mehr kriegst. Du kriegst ja, wenn du im Großhandel abgibst, deine, also wenn du umsatzsteuerpflichtig bist, deine 19% oben drauf gerechnet. Das wäre ja eigentlich auch gar nicht mal so blöd gewesen, aber ich habe es ja als Regel aufgestellt. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Stimmt. Wurde die Regel auch wegen Fässern gemacht? Also Fässer, die also die man überhaupt abgeben kann, kann man ja nur im Großhandel abgeben. Da kriegst du aber keinen Bon. Also ich habe ja explizit gesagt, ein Leergutbon, den man aus dem Automaten rausdrückt, alles andere sind ja dann zählt nicht als Leergutbon. Das ist ja dann so eine Pfandrückgaberechnung vom Großhandel oder so. Aber dann habe ich jetzt gar nicht gedacht. Bin jetzt aber nie davon ausgegangen, dass jemand irgendwelche Fässer organisiert. Wobei ich in Dresden sogar eine Stelle kenne, wo immer ganz viele Pfandfässer rumstehen. Ja, unterm Terrassenufer. Das sind immer haufenweise, die auch nie gesichert sind. Ich frage mich, wie das möglich ist heutzutage. Ja, da kannst du einen LKW abgeben. Weißt du, was ich meine? Ganz wichtig. Leute, rennt zu Rewe! Gern, Rewe. Keine vollen Getränkebehälter erwerben, wegschütten und so, das gilt dann, das zählt nicht. Jetzt habt ihr es auch nochmal klar gehört. Keine vollen Getränkebehälter erwerben und dann wegschütten. So, das war natürlich auch die Regel, sehr logisch. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einfach 200 Euro in die Hand und kaufe davon im Lidl diese halb Liter Flaschen Wasser. Kostet die Flasche ja sehr wenig. Junge, das Vergiften der anderen Teilnehmer ist nicht erlaubt. Aber auch nicht explizit verboten gewesen. Und schütte das dann weg. Dann habe ich ja automatisch über 130, 140 Euro ungefähr. Und das meinte ich halt damit. Das ist verboten. Aber wenn du irgendwie eine halbvolle Flasche oder Dose findest, dann ist es ja selbstverständlich, dass du den Rest wegschütten musst. Das hat mich wirklich so fertig gemacht, Alter. Das wäre aber auch dumm. Nee, Gamel, das wäre wirklich nicht dumm. Du nimmst 200 Euro in die Hand, büßt ja nur im Prinzip den Wert des Wassers ein, was ja gar nicht mal so viel ist, und bist definitiv in den Top 3 mit diesem Bon, den du kriegst. Das hätte ich nämlich, glaube ich, gemacht. Ich hätte mir einfach, weiß ich nicht, meine Badewanne voll gemacht damit, hätte das mit kochendem Wasser aufgefüllt und hätte dann ein Bad genommen und mir eingeschissen vor Lachen. Weil ich weiß, ich habe über 100 Euro Leergutbon. Also, ja. Du weißt schon, wer hier vor mir sitzt. Okay. Aber! Komm mal ran! Okay. Was meinst du? Ich hab nicht aufgepasst.
Fieser Fettsack, Junge, die Aufnahmen sind so legendär. Das, Alter. Jetzt geht ihr voll in Getränkebehälter draußen, leer machen und dann wieder abgeben. Ach so, ja. Okay. Ja? Aber wenn wir jetzt... Wenn du das selbst konsumierst, Super ist es was anderes. Supra und ich hatten ja dann auch... Nicht weg. Ach, das dachte der Schänder jetzt, weil ich sage, wenn du das selbst konsumierst, ist das was anderes. Damit meinte ich... damit meinte ich natürlich, wenn du dir zum Beispiel ein Bier kaufst, das trinkst, kannst du natürlich das Leergut abgeben und das zählt. Das meint... Ach, Junge, jetzt verstehe ich es, wie es dazu kam, dass er das denkt. Musstest du auch Sachen rausschneiden? Ja, aber nur am Ende, weil Edda Seib zum Beispiel hat eine Viertelstunde am Stück gefilmt, wie er das Leergut abgibt. Da habe ich dann sehr viel rausgeschnitten. Der hat auch diesen Prozess zu ausführlich dokumentiert. Die Szene vom Gamel, wie er das Leergut aus dem Fluss rausfischt, ging eine Viertelstunde. Ja, da ist klar, dass ich dann das meiste davon rausschneide. Aber schlimme Sachen waren nicht drin, so meine ich es. Also das war nicht. Wegschütten! Okay. Selbst schütten ist okay. Junge, ist das krass. In dieser Birne rendert das gerade zusammen. Ich scheiß mir ein, Alter. So, jetzt auch mal zu dem, um was es eigentlich geht. Es gewinnt derjenige, der den höchsten Pfandbon abgibt, beziehungsweise einreicht bei mir. Es geht nicht um die gesammelte Menge. Das fand ich auch lustig, da haben mich dann noch einige, nachdem die abgegeben haben, wirklich hier gefragt, privat, ob die mir den Bon überreichen müssen. Junge, Bro. Insgesamt, sondern der höchste Bon gewinnt, beziehungsweise erster und zweiter Platz gewinnt. Das heißt, wenn ihr dreimal einen Pfandbon im Wert von 50 Euro habt, sind das nicht 150 Euro, sondern dreimal, also einmal 50 sozusagen. Ich finde das jetzt schon im Maßstab so. Ich habe aber gedacht, dass es so, dass die Leute solche Bons einreichen werden. Ich hätte damit gerechnet, dass die alle hier brutalst viel irgendwie zusammenraffen, weil ich kenne halt auch Haufen Leute, die gefühlt ihre Balkons oder Keller voll mit Leergut haben. Ich weiß nicht... Vielleicht bin ich einfach in anderen Kreisen unterwegs, was Pfand angeht. Aber ich war vom Ergebnis, also von den ganzen Ergebnissen wirklich, also meine Erwartungen wurden stark untertroffen. Ich habe natürlich von meinem eigenen Leergut auf dem Balkon auch gedacht, dass es 80, 90 Euro sind. Am Ende war es viel weniger. Naja. Nur ein Beispiel, oder 10, meine Güte, was weiß ich denn. Ihr könnt ja kreativ sein, vielleicht läuft es ja wirklich sehr, sehr wild hier bei dem einen oder anderen. Ihr müsst den Pfandbon filmen auf der Aufnahme, wie er aus dem Automat entnommen wird. Das ist ganz wichtig. Und irgendwelche handschriftlichen Ergänzungen von Mitarbeitern zählen nicht. Nur das Gedruckte. Dieser Mann. Ach, Junge! Ich will irgendwas machen. Ja, das passt schon. Nicht. Ja, ich will irgendwas machen. Ja, das ist übrigens mein Teampartner, der hilft mir dann dabei, das Ganze zu bestreiten, weil ich zu faul bin. Gut. Weiter geht's. Im Prinzip war es das. Es geht nur noch jetzt um das Videomaterial. Also bitte so mindestens 10 Minuten pro Person einreichen, wenn ihr ein Team bildet. Also zum Beispiel hier ihr beide. Bitte jeder einzeln 10 Minuten an mich. Ich bin wirklich sehr froh, dass der August um einiges weniger eingereicht hat. Erzählt ihr bitte ein bisschen, was so eure Pläne sind, wie ihr das Ganze umsetzt und das Abgeben so ein bisschen. Ich bearbeite es dann, passt schon alles. Das ist aber nicht fairer, wenn man dann sagt, ohne Auto, weil diese Herausforderung, die ganz machen, was. Also ich weiß ja, dass das auch in den Kommentaren, ich habe die Kommentare natürlich alle gelesen, immer sehr hoch angeschätzt wird, dass der Gamel so hart arbeitet, so viel Einsatz zeigt und so ohne Hilfe, bla bla. Aber das ist nicht die Challenge. Die Challenge ist hier nicht so hart wie möglich für so ein niedriges Ergebnis wie möglich zu arbeiten oder sich das Leben so schwer wie möglich zu machen. Das verstehe ich nicht so ganz. Also ich würde denjenigen feiern, der irgendwie die meiste Innovation und den meisten Einsatz zeigt. Aber ja, nicht der, der den längsten Weg geht, um zum selben Ziel zu kommen. Keine Ahnung. Aber es ist Geschmackssache. Ruhe in Frieden, Patrick. Der Mann lebt noch. Was zum Fick? Du kannst dir auch ein Taxi mieten. Es gibt keine Regeln, außer was ich gesagt habe. Okay, Pferdekutsche. Dann ist auch noch interessant, um was es eigentlich geht. Also, danke erstmal für das Sponsoring an diesen Mann. Nee, natürlich danke, dass ihr Merch erwerbt, diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Das kommt mit. Ich meine natürlich Mode, Junge. Sorry für diesen massiven Patzer, das darf eigentlich nicht vorkommen. Wir haben uns genau 15 Uhr getroffen, alle. Also 5 Stunden Zeit sozusagen.
kommentiert und die Werbung schaut etc. Deswegen ist das hier möglich. Also der zweite Platz an einem Samstag kommt 200 Euro. Der erste Platz kommt 400 Euro. Ich nehme natürlich teil und versuche ein... Im Nachhinein hätte ich wirklich die Hälfte ansetzen sollen. Dieser beiden Plätze zu belegen. Wenn es geht, natürlich den ersten. Das heißt aber, ich verliere auf jeden Fall etwas, weil ich kann ja nicht beide Plätze belegen. Wenn ihr euch Mühe gebt und ein bisschen kreativ seid, verliere ich vielleicht auch alles. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg, viel Spaß und ja. Ihr könnt ja alle für mich voten für einen großen Preis. Herr Gamel, kurzer Spoiler, Gamel ist nicht Letzter geworden. Und Gamel sollte wirklich einen Trostpreis bekommen. Einfach dreimal Werbung? Hä? Also in dem 23-Minuten-Video ist doch dreimal Werbung nicht zu viel. Wie kommt da gar keiner? Ich habe YouTube Premium an. Oder meinst du vor dem Stream bei Twitch? Ja, ja, das nervt wirklich brutal. Unfassbarer Hass gegen Twitch-Werbung. Ein Kasten Cola, Junge, das. Darf man sich für Staffel 2 bewerben? Staffel 2 gibt es dann im Spätsommer oder nächstes Jahr erstmal gucken. Da wird es sicherlich auch die Chance auf eine Wildcard geben, wenn das wieder kommt. Darüber reden wir. Da werden wir noch drüber reden. Du, Danny, du kriegst einen massiven Timeout, sowas gibt's gar nicht, Alter. Das ist wirklich absolut nicht in Ordnung. Ohne Witz. Super, Hummel, Carsten. Ja. Können Sie mich dann im Krankenhaus abholen? Können wir einfach die nächsten Stunden zusammen saufen und jeder 85 Euro nehmen? Nein, 30 zusammen, wir sind ein Team. Ja, wenn, dann kriegt der Kamel natürlich einen normalen Kasten Cola, da soll er auch wieder zunehmen. Ja! Dann alle Pfandbons, die bis 20 Uhr aus dem Automaten kommen, zählen. Und wir sehen uns die Tage. Was? Na klar steht da eine Uhrzeit drauf. Das ist ja der Sinn, du musst es ja filmen und da fotografieren den Bon. Dieser Mann schon abkotzt, bevor es losgeht. Guck mal auf die Gestik und Mimik vom Chris, das ist so geil. Der verkartete Bastard. Das ist ja der Sinn, du musst es ja filmen und da fotografieren den Bon. Das habe ich alles verstanden. Wenn du weißt, was ich meine. Ich grüße Sie. Servus. Los, Mann. Ich will unbedingt neu. Lil Knecht, wer Männertag, bevor ihr alle fragt, weil ich schon viele Fragen bekommen habe, wer Männertag, wer wissen will, was wir da machen, bla bla. Abends sind wir sicherlich wieder am Elbufer in Dresden. Da kann man sich auch ganz entspannt sehen. Ja. Ich bin ein bisschen spät gekommen. Aber Fässer zählen nicht. Fässer da hätte ich so gut gemacht. Fässer hätten wir gewonnen. Melden Sie ihm, dass man die Beine reicht. Die manipulativ sind eigentlich die Regeln anwendbar. Der hat schon verstanden, der fängt an zu filmen. Loslegen jetzt hier, nicht nur machen, aber filmen. Es geht ja darum, dass ein Pfandbon dokumentiert aus einem Automaten rauskommt. Du hast doch einen Pullover oder hast einen Pfandbon mit einem sehr hohen Betrag drauf? Komm, mach ihn. Aber mir gefällt an sich, dass der August schon mal nachdenkt. Und sein erster Gedanke war ja einfach, den Pfandpullover von mir, den Merch, rauszuziehen aus dem Automaten. Und da steht halt irgendwie 130 Euro oder 1400 Euro oder so irgendwie drauf. Und damit hat er ja theoretisch meine Anforderungen erfüllt. Weil ich sagte, man muss filmen, wie man den Pfandbon aus dem Automaten holt. Ich mag den Mann einfach. Ich mag den Mann. So, jetzt bin ich hier, hab die ganzen Videos der Jungs bekommen und bin wirklich gespannt. Junge, dieser verdammte Waschbär dort hinten vom Trödelmarkt, das ist so krank eigentlich. Und ich bin auch sehr gespannt, wer gewinnt, wer Zweiter und Dritter wird und ob die ganzen Aufnahmen verwertbar sind, ob das dann alles gut passt. Und ich habe noch nie sowas zusammengeschnitten von 7 verschiedenen Quellen. Das hat viel besser funktioniert, als ich dachte. Also ich hatte schon in der Vergangenheit Erfahrung gemacht, wenn man verschiedene Formate, verschiedene Arten von Video und so zusammenschneidet in ein Projekt. Also da hat iMovie bzw. mein Mac immer ganz schön Stress gemacht. Hier gab es nicht ein einziges Problem. Darüber bin ich so unfassbar froh. Alter. Es gibt nichts Nervigeres, als wenn beim Rendern irgendwelche Fehler auftreten, die man nicht wirklich so einfach... bearbeiten kann. Ich bin bei Rammstein in Dresden, wahrscheinlich am 16. Da begleite ich den guten Herrn Dupré im Rollstuhl, also bin hinten bei den Rollstuhlplätzen. Sonst bin ich nicht privat dort, weil die Location absoluter Scheiß ist. Video am Ende. Alle verschiedene Dateiformate, verschiedene Endgeräte. Ich hoffe, das lässt sich auch Probleme zusammenschneiden. Ich hoffe, es klappt. Ich gebe mir Mühe. Ich habe mir einen groben Plan gemacht, wie ich das auch mache. So.
Kind, wer nicht mehrere Wochen am Stück denselben Hoodie trägt, das sind einfach Fakten. Wenn ich so stark versüfft ist, dass es aussieht, als hätte ich mir damit den Arsch abgewischt, oder wenn ich nie vom Eigengeruch angewidert bin, gibt es keinen Grund, den zu wechseln, wenn ich den nur in meinen eigenen vier Wänden trage. Fakten, verdammte Scheiße, noch eins. Schnitttechnisch ist für mich eine neue Erfahrung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß jetzt dabei und let's go. Ich werde mich aber ab und zu aus dem Off hier auch mal melden. Für die eine oder andere kleine Ergänzung. Ja, ich und der Seib, wir sind heute in Dresden unterwegs. Tut mir leid wegen dem Wind. Tut mir leid wegen dem Wind, aber einfach mal eine Minute zu warten, bis man die Story hochlädt, ist auch nie möglich. Das macht mich immer so fertig. Wenn ihr irgendwie an der Elbe oder in der Stadt unterwegs seid und uns seht, bitte gebt uns all euer Pfand, weil es geht. Will nicht den Gamel geben, langfahren. Ja, gebt dem Gamel auf keinen Fall. Gamel-Hass-Counter 1. Also wer jetzt hier gerade Bier oder Schnaps zur Hand hat, könnt ihr gerne während des Streams oder während des Anschauens der Streamaufzeichnung das Trinkspiel mitspielen. Und zwar jedes Mal, wenn hier Gamel-Bashing betrieben wird oder irgendwie gegen andere Teilnehmer gehetzt wird oder gesagt wird, dass irgendwas unfair läuft, jedes Mal einfach ein Shot. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich fall irgendwas ab, aber wenn ihr mich und den Seib seht, man kann uns eigentlich nicht übersehen oder überhören. Dann gebt uns bitte euer ganzes Pfand, das wird sich lohnen. Danke. Servus, ich bin hier gerade bei etwas Großen dabei und brauche deswegen viel Pfand auf die Schnelle. Und zwar jeder, der hier in Dresden irgendwie Bock hat, mir Pfand zuzustecken, der kann sich gern mit mir am Glockenspiel treffen. Da bin ich schon noch ungefähr eine halbe Stunde. Und dann gucke ich mal, ja, wer will, kann auch in die Story kommen, falls Leute nur deswegen kommen, das ist egal. Ja, das jetzt nicht innerhalb von einer halben Stunde schafft, sondern erst eine Stunde oder so, ist kein Problem. Ich bleibe dort vielleicht, ja, selber eine Stunde, also eineinhalb Stunden ab jetzt. Und ich bin ein bisschen durch, ich brauche Pfand, ich kriege gleich Nerven zusammen. Fun Fact, es ist niemand gekommen, um den Pfand zu schenken am Glockenspiel. Wirklich niemand. Wäre vielleicht auch sinnvoller, dafür vielleicht den Postplatz oder Hauptbahnhof zu wählen und nicht einen Ort, wo man gefühlt eine Viertelstunde laufen muss, um hinzukommen, aber ja. Hier riecht es nach Thymian. Beziehungsweise wäre ich nicht so ein fauler Sack gewesen und hätte nur abgegeben, was ich sowieso zu Hause habe, hätte ich wahrscheinlich in die Story gepostet, hat jemand noch eine Menge Pfand bei sich zu Hause und würde mir das schenken, ich komme vorbei und hol's ab. Und wäre dann einfach mit dem Auto hingekommen und hätte es abgeholt. Oder mit dem Rad oder was auch immer. Das hätte, glaube ich, zum meisten Erfolg geführt. Also das wäre meine Taktik gewesen, ja. Aber ich bin es tatsächlich nicht. Das ist einfach nur schön. Ja, egal, es geht hier wirklich um Pfand. Ich kann es mal ein bisschen zeigen, ja. Wir brauchen auf jeden Fall genug. Wir brauchen sehr viel. Und ich möchte innerhalb von kürzester Zeit eine Mannschaft bilden. Zu meiner großen Verwunderung war das alles, was auf Social Media geteilt wurde. Also Seib hat Superpower Story nochmal repostet. Aber der Rest hat... Ich habe keinen Führerschein und auch kein Auto, aber es gibt ja wirklich mehr als genug Mitmenschen, die man bestechen, bezahlen oder einfach darum bitten kann, zu helfen, um in dem Format mitzuwirken. So, also ja, auch der Gamel hätte da sicherlich jemanden gefunden. Man kann auch an einen Fahrradlenker 5 große Beutel hängen und damit Pfand transportieren in rauen Mengen. Das ist alles jetzt nicht so... Und es ist so utopisch, denke ich mal. Nichts dazu geschrieben. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte die anderen da ein bisschen fauler und was das angeht, engagierter eingeschätzt. Aber okay. Also, Seven versus... Dieser Mann macht mich so unfassbar krank. Der hat die ganze Zeit so gefilmt. So. Und damit halt mit dem Handballen so das Mic abgedeckt. Das hat er mir dann mal erklärt im Nachhinein, warum der Ton so beschissen ist. Danke. Deswegen immer so, oben und unten festhalten, weil die Mics befinden sich hier und unten und so filmt man problemlos. Ja, und seine Aufnahmen waren, weil er hat halt so aufgenommen meistens, du kannst Video aufnehmen, wenn du Fotomodus aufmachst beim iPhone und das gedrückt hältst. So, siehst du? Und dann kannst du es hier festmachen und dann zeichnet das hier das Video auf. Problem ist, diese Videoaufnahme ist dann in 4:3. Und ja, wenn du auf normal Video stellst, ist es natürlich in 16:9. Und ich habe mich so gewundert, wie stellt er das denn überhaupt an, dass die Aufnahmen in 4:3 sind?
Wer zum Teufel, der, ich weiß ja, der hat ein neues iPhone, filmt den in 4:3, jetzt habe ich es verstanden. Der Mann macht mich so unfassbar fertig, Alter. Ich musste natürlich alles nachbearbeiten. Ich bin echt im Arsch, aber... Und ja, der Mann hat massiv zugelegt. Als ich den kennengelernt habe, wog der 55 Kilo und jetzt wiegt er 85. Ich glaube, dem Supra geht es auch nicht anders. Also die Mission. Achso, ja, den Ton habe ich übrigens auf 400% gemacht. Also Maximum bei iMovie. Naja, Trashcode, die werden auch noch erreicht. Ja, ja, der Mann war richtig dünn. Guckt mal auf sein Insta, da seht ihr das. Rappner, das liegt an der ungesunden Ernährungsweise in erster Linie. Wir sollen so viel Pfand wie möglich sammeln. Assanator, das! Wir können unsere Social-Media-Kanäle nutzen, das funktioniert. Wir können betteln, wir können... Händchen mag ich. Alles das machen, was ich halt sonst nicht mache. Oder nicht machen werde. Nur man darf nicht den Pfand für andere jetzt zum Beispiel wegbringen. Also es geht jetzt nicht, dass irgendwie, was weiß ich, mein Kollege hat eine Shisha-Bar und dann frage ich den Kollegen, ob ich halt seinen Pfand wegbringen darf, sondern man muss es halt wirklich... Also ich habe das jetzt so verstanden, dass man das Geld dann auch einbehalten muss, kann, sollte. Ich bin müde. Mein Plan ist es... Es ist 15.30 Uhr in dieser Sekunde. Ich zitiere, ich bin müde. Ich liebe diesen Mann so sehr. Jetzt mein Schlüssel. Ich will jetzt erstmal meine Bude durchsuchen. Mein Auto. Das Büro. So, also die ersten Getränke sind jetzt im Pfand. Alter Chris, ich muss das jetzt hier nachvertonen. Das ist absolut geisteskrank, was du hier für eine Gülle verzapft hast. Mit was nimmst du überhaupt auf? Also, ich kann nicht mehr. Ja, er tauscht auf jeden Fall jetzt das Auto, weil das hier mehr Platz hat. Ja. Klötenpeitsche, ich präferiere in diesem Fall Foga. Zugemüllte Auto, das müsstet ihr ja zu Genüge kennen. Da ist noch der Pfand von zu Hause. Da hinten liegt noch ein Haufen Zeug. Wie wechsle ich denn jetzt hier die Kamera? Ich bin wirklich, was sowas angeht, echt ein bisschen dumm. Aber naja, dann ist es jetzt halt so. Ich bin immer übel zum Arsch. Ich fahre jetzt einfach ins Büro und frag noch ein, zwei Freunde und dann ist Mahlzeug. Oh, hier wurde ja was gar nicht zugeschnitten, fällt mir gerade auf. Ich habe natürlich die Videos jetzt nicht komplett nochmal geschaut vom Hochladen, aber lul. So habe ich das alles geschickt bekommen in 4:3. Das ist wahrscheinlich auch einfach 480p oder so, auf 4K hochskaliert. Der Blomkehan. Augustiner Alkfrei äußerst schmackhaft. Junge, das muss ich unbedingt testen auch, ja. Hat die Flaschenpost nicht nachgefragt, wo der ganze Pfand ist? Oder hast... Was? Hast so nett bestellt? Das verstehe ich nicht. Du kannst bei Flaschenpost ja unendlich viel bestellen, so viel du willst. Und dann am Ende, nachdem du alles bekommen hast, hast du die Möglichkeit, nochmal Pfand abzugeben. Das ist denen doch völlig egal. Also ich bin jetzt im Büro angekommen. Mal gucken, wie viel es ist. Oh ja, das sieht gut aus. Ich schiebe hier gerade so ein Lachfleisch. Ich weiß nicht, Chris, Alter, du hast ja einfach in 4:3 aufgenommen. Ich muss all deine Videos zuschneiden, dass die 16:9 sind. Und der Ton ist teilweise so unterirdisch. Ich habe alles auf 400% gemacht und dabei so auch einiges nicht verwenden können. Ich sehe schon wirklich ein. Danke an Gamel für das Sponsoring. Ich würde jetzt einfach zwanghaft irgendwie. Gamel hat schon mal Handschuhe angezogen. Also ich habe noch nie Handschuhe angezogen beim... beim Pfand sammeln. Der Mann steht auf jeden Fall für Hygiene. Ich werde zwanghaft einfach nur den wackelnden Busen des Mannes filmen. Oh, man. Ja, also wir, das sind die Konkurrenten. Also wenn ich das sehe, habe ich schon verloren. Wenn ich mich sehe, habe ich auch verloren. Naja, Chris hat also... Ja gut, wir werden jetzt irgendwie uns zusammentun. Ja, wir tun uns zusammen. Der Plan ist, dass ich saufe und der Mann sammelt das Leergut ein. Ja. Ich glaube, das ist das Effektive. Also die haben auf jeden Fall den Preis für den besten Plan verdient, denke ich mal. Saß oder so, danke für den Prime. Tiefste, was wir beide kennen. Ja, das ist wirklich ein schöner Mann. Ja, das ist mein
Bis demnächst. Ich brauche nämlich noch einen Beutel. Aber das habe ich völlig vergessen, am Anfang zu erwähnen. Ich muss mich mal entschuldigen bei euch, weil ihr seid ja die Zuschauer. Ich hätte wirklich, ich habe auch drüber nachgedacht, dann dachte ich mir aber, wo ich am Ende das Final ausgeführt habe, die werden mit ihren eigenen Handys sicherlich am besten klarkommen. Ich wollte eigentlich den Leuten, wo ich mir denke, ja, die werden jetzt eher nicht so gute Aufnahmen einreichen. Also jetzt das Seib weiß, wie er filmt, der Super weiß, wie er filmt, der Schender auch und so. Beim Gamil war ich mir nicht sicher, beim August und beim Chris war es wegen der Qualität ein bisschen unsicher. Dann hätte ich eigentlich auch Kameras mitgeben können. Ja, mein Fehler, wenn beim nächsten Mal sowas ist, wer nicht unbedingt das neueste Handy hat und Bescheid, was jemand ordentlich filmt, der kriegt von mir so eine Actioncam gestellt. Das habe ich jetzt aber vergessen. Ja. Keine Beutel, ne? Die sind im Auto, das gehe ich jetzt holen. Das ist am Schlachthof, das habe ich da gestern stehen lassen. Schlachthof? Ja. Da gehörst du hin? Nee. Schwieg. Von hier Bahnfahrt. Ja, ich krieg das hin. Ich bin die erst sammeln und dann später das Auto holen? Ja, aber mit dem Auto habe ich Beutel. Du willst ja Epi holen, dann hol dir zwei Beutel. Schnitt. Wir haben jetzt den ehrenwerten Mann aus der Zimtschneckenbäckerei. Aus der Zimtschneckenbäckerei? Das ist der Maximilian, ein guter Mann übrigens. Grüße gehen raus. Solche Zufälle immer. Getroffen. Der hat uns edle Tipps gegeben, wie wir das gewinnen können. Das Symbol ist es die nächsten 5 Stunden. Und sehr ich habe die Finger, weil ich ein Arbeitsschwein bin. Vielleicht aber bloß für 10 Minuten. Aber wir danken auf jeden Fall. Wir machen es los und saufen. So, die ersten 50 Cent sind da, die sind leider noch voll, aber das ist kein Leider. Ja, da wird es ja mal Zeit, dass wir die 50 Cent ja. Knacken wir mal auf. Ja, knacken wir mal auf. Ja. S5erig. War früher auch ein Traumauto von mir. Ja. Oh, das ist tief. Kannst du bitte? Das ist sehr feucht jetzt. Ich danke. Oh, schön, den Auge knackt hier, oder? Ja, Sind das die Gewinnerbiere? Die beiden haben auf jeden Fall verstanden, wie man so eine Sache angeht. Auf jeden Fall erstmal mit einer Menge Spaß. Warum haben die kein Bier aus dem Kühlschrank geholt? Ey, ohne Scheiß, die haben wirklich in den meisten Läden bei uns, vor allem hier, die geilsten Sorten einfach nicht im Kühlschrank. Die haben immer nur so ganz viel Scheiße im Kühlschrank, so Sekt, beziehungsweise die ganzen teuren Sachen, also die mit den höchsten Margen. Macht ja auch Sinn, verstehe ich aus der Sicht des Geschäftsbetreibers, aber das, was ich persönlich gerne trinke, haben die auch nicht im Kühlschrank. Corona wird nie nachgefüllt in diesen Kühlschrank, Heineken auch selten. Und sonst haben die meistens diese überteuerten Dosen, Fertigmischen und sowas, überhaupt nicht schmeckt für mich. Ja, also, ich habe einen Führerschein 2-mal angefangen, aber nach 2018 dann endgültig auf mich selbst gehört, weil ich den selbst nie machen wollte. Ich habe das damals mehr oder weniger nur gemacht, weil meine Eltern und meine Ex das erwartet haben, so. Aber ich persönlich hatte nie wirklich Bock, ein Auto zu besitzen oder vor allem zu führen. Nee. Und das Thema ist für mich auch gegessen. Ausgezeichnet. Also schönen guten Tag. Ich das ist wirklich. Tschüss. Danke. Naja, das erste wurde schon gefunden. Naja, also der Plan ist jetzt von mir und naja, also eigentlich von mir. Also wir sind zwar irgendwie ein Team, weil wir eigentlich nur ein Gamel besiegen wollen. Ja, hier haben wir schon mal den nächsten Shot. An den Sargent kommt er natürlich nicht vorbei. Ist jetzt einfach der. Harald, nee, die Frau davor. Plan, sich jetzt ein Bier zu holen, aber halt Dosenbier, weil das ja am meisten Pfand gibt. Ja, leider. Ich habe schon 25 Cent und wir haben die Beutel vergessen. Ja, die gehen wir gleich holen. Stimmt, wir müssen das Auto ja noch holen. Wir haben ein Zwischenlager geparkt und ach du Heimatland. Was ist denn das Dosenbier? Hier. Tiski. Budweis. Ja, ich mach Polanski. Ich mach Tschechanski. Ja, Tschechko. Gut, dann werden wir jetzt mal die Beutel holen. So, jetzt wurde natürlich schon die ersten Biere. Hier und diesen Mann. Wir sind jetzt insgesamt bei 75 Cent. Also, wir machen mit Absicht Teams, weil wir beide halt. Fett sind. Naja, ja, wir sind fett. Halbfett. Ja, du halt nicht so. Und wir machen halt Teams und naja, und wir gehen halt die Hälfte halt genau ab. Wir beide haben halt einfach so diese spezielle Verbindung, weil dieser genau. Mann hat mich hierher gebracht. Das ist das korrekt. Das ist, glaube ich, das Glorreichste, was man tun kann, dass wir uns zusammen tun. Genau. Also unser Plan ist jetzt erstmal Richtung Rummel zu machen. Ich finde es lustig, dass der Gamel und die beiden denselben Plan hatten, direkt zum Rummel zu gehen. Also ich persönlich hätte in Dresden auf jeden Fall zwischen Hauptbahnhof und Theaterplatz gesammelt, weil am Rummel in der Neustadt und an der Elbe
wird gefühlt nur Bier getrunken und solche Sachen. Oder Sekt oder Hugo oder so, alkoholfreies Zeug oder irgendwelche Mischen. Pfandfreies Zeug, nicht alkoholfreies Zeug. Und Prager Straße, Hauptbahnhof, Innenstadt, sind gerade am Wochenende bei diesem Wetter ganz, ganz viele Touristen und so Leute, die zum Shoppen da sind, Rentner, junge Leute und so. Und die trinken eher so Energydrinks, Wasser, Limo, bla bla, in 25-Cent-Dinger, Dosen und Flaschen und Red Bull. Und jeder weiß ja, dass eine Dose oder eine Plastikflasche ein Zehntel wiegt und dreimal so viel wert ist wie eine Bierflasche. Also muss man nur ein Drittel so viel finden und nur ein Zehntel so viel tragen, wenn man in diesem Gebiet unterwegs ist. Also hätte ich nur dort gesammelt eigentlich. Hat von den Leuten aber keiner gemacht. Die sind alle entweder in die Neustadt zum Rummel oder an die Elbe gegangen. Ja, ich denke mal, dass Sergeant wäre vielleicht auch so rangegangen wie ich, weiß ich nicht. Aber ja. Ich habe ja als allererster Pfand gesammelt, also weit vor dem Sergeant. Da hat der Sergeant noch gesoffen, da habe ich schon gesammelt. Das ist wirklich wahr. Vom Rummel dann zum Schlachthof. Und aber es ist trotzdem viel lustiger, einfach nur das abzugeben, was auf deinem Balkon steht. Guten Abend, Lukas. Beim Rummel zu gucken, ob wir dort abgrasen können. Und dann hol mir dein Auto, das fahren wir dann weg. Vom Bahnhof geht's dann wieder runter in die Stadt. Und dann noch weiter Zeit. Ja, so, was ich übrigens noch sagen wollte, dieses Pfandsammeln erinnert mich halt an diese Anfangszeit mit Max, wo ich den Mann kennengelernt habe, bin ich mit ihm nachts, weil ich ein arbeitsloser Scheusal war und der Mann gerade umgezogen ist und YouTube-Digi noch nicht so ganz lief, sind wir nachts ein Pfandsammeln gegangen. Also wir haben uns wirklich so 22 Uhr getroffen und sind bei jeder Wetterlage Pfandsammeln gewesen. Das erinnert mich wirklich daran. Und jetzt mache ich es mit diesem Mann. Gute Zeiten und jetzt ist auch eine gute Zeit. Das stimmt. Vor allem Zeit ist auch. Das. Ja, startet ist. Das sind einfach verdammte Fakten, Alter. Ja, mich macht's auch glücklich, Lukas. Das ist wirklich, muss ich sagen. Das ist einfach nur schön. Der Sergeant mit seiner extrem angedickten Message, warum er nicht kommen kann. Angesickt. Achso, ja, Junge, es ist einfach so geil, Alter. Das ist so geil. Na gut, jetzt ist der Schänder dran. Wie ihr seht, schon, ja, also passt auf. Meine blitzartigen Gedanken schließen sich wie folgt zusammen. Ich könnte natürlich eine Story machen und Fans jetzt auf die Schnelle dazu auffordern, mir Pfand zu bringen. Aber das fühlt sich irgendwie falsch an. Das sagt der Mann ja, nachdem er das gemacht hat. Verstehe. Das habe ich noch nie gehört, Flatulato. Deswegen habe ich gedacht, der Mann hat sich verschrieben. Ich soll es trotzdem machen. Das heißt, ich mache jetzt eine Story, dass die sich alle am Glockenspiel treffen sollen. Wir brauchen jetzt ungefähr eine halbe Stunde dorthin. Auf dem Weg dahin wird Pfand gesammelt. Wie gesagt, also ich hätte zuerst... Ich hätte einfach gepostet... Ich hätte in die Story gepostet, Leute, schreibt mir, wenn ihr Leergut zu Hause habt, ich hole das ab gegen 17 Uhr. Und hätte bis 17 Uhr in der Innenstadt Pfand gesammelt. Das wäre exakt mein Vorgehen gewesen. So. Ja. Dann hätte ich eins, zwei Leute gefragt mit Auto, weil zwei Autos hätten wir locker sofort voll bekommen. Das hätte ich mal machen sollen. Da hätte ich jetzt um einiges mehr an Geld im Portemonnaie. Scheiße. Mein Zielgebiet, ja. Ich habe mich mit dem August zusammengetan. Es ist sehr warm. Danke, Abi Kuck. Die Elbe und die Neustadt. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das Pensum von 5 Stunden so effektiv wie möglich ausnutzen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich meine, ich bin ja bei Seven vs. Wild im Großstadtdschungel. Wisst ihr, woran ich überhaupt nicht gedacht habe? Ich hätte ja auch erstmal einen. Stimmt! Darauf wäre ich vielleicht sogar auch noch gekommen. Ich kaufe einfach so 5 Kästen Bier und poste einfach Freibier. Hätte mich dann, weiß ich nicht, irgendwo hinterm Hauptbahnhof positioniert und gesagt, Leute, wenn ihr Bock habt, bringt mir das Leergut, was ihr zu Hause stehen habt, noch mit so. Dann hätte ich einen Grund gehabt, warum die Leute vorbeikommen, hätte automatisch 5 Kästen Leergut gehabt
und nichts würde weggeschüttet werden. Ja, 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 ja. Oder Dosenbier, stimmt, Dosenbier. Das lohnt sich, ja. Stimmt, Dosenbier, ja. Mann! Die ganze Kreativität kommt immer danach, Alter. Aber ja, Staffel 2 wird wild. Ich bin noch bei, ich bin jetzt bei 70% der ersten Folge. Ja. Hans, und da muss ich gucken, wie ich hier überlebe. Ich überlebe nur, indem ich das Preisgeld gewinne, sonst werde ich jämmerlich verhungern. Harald, das... Es gibt gar kein 40 Cent Dosenbier mehr. Ich habe in Hamburg letztens habe ich ja eine Palette Bier ausgegeben auf der Reeperbahn. Da habe ich 55 Cent für eine Dose Turmbräu war das, glaube ich, bezahlt. Alter, nicht mehr normal. Das Zeug hat mal 29 Cent gekostet, glaube ich. Oh, Ratsgrunde, was war das? Das war auf jeden Fall das Billigste, was es gab im Penny, dort auf dem im Reeperbahn-Penny. 55 Cent hat das, glaube ich, gekostet. Fand ich... mystisch, weil es hat übelst eklig geschmeckt. Also ich trinke ja momentan, wisst ihr ja, gefühlt alle 3 Wochen mal ein Bier. Und das war ein Bier, was ich da getrunken habe, es hat so nach Metall geschmeckt. Boah, Touri-Preise. Ja, kosten in anderen Filialen bestimmt weniger, oder? Und bei Netto Schloss Dosenbier auch 55 Cent. Echt, das ist wirklich, das ist nicht in Ordnung. Wisst ihr eigentlich, Diablo, das ist schön. Wisst ihr eigentlich, wie teuer normales Bier geworden ist, Alter? Ein Heineken bezahlst du mittlerweile 1,09 Euro oder so. Andere Sorten hier, so bayerisches Bier, kosten so zwischen 1,30 und 1,50. Für ein Despo bezahlst du öfter mal über 1,50 Euro. Die sind nicht ganz sauber, Alter. Ich weiß nicht, wann ich wieder richtig trinken kann. Ich habe mir in dem Vlog, wo wir hier bei diesem Rammstein-Tributkonzert waren und danach auf dieser Tech-Veranstaltung, habe ich... Wenn ich es jetzt umrechnen muss, insgesamt so ungefähr 4 normale Bier getrunken von der Alkoholmenge her. Und mir ging es wirklich 2 Tage nachher schlecht. Hatte einen übelst unangenehmen Kater und ich merke halt einfach, dass die Leber nicht in der Lage ist, das zu handeln. Also, das ist ja auch nicht viel. Also, das ist ja wirklich von, wann ging das los? So von 19 Uhr bis 4 Uhr habe ich diese 4 Bier verteilt getrunken oder 4,5 Bier. Und das habe ich wirklich bereut. So viel habe ich aber auch seit Oktober nicht getrunken und werde ich auch so schnell nicht mehr machen. Also mein Ziel war am Männertag auf jeden Fall 5 Corona zu schaffen. Ja. Mal gucken. Lässt du noch Blutwerte kontrollieren? Ja, ich bin glaube ich so 8 oder 9 Wochen drüber. Nee, 10 Wochen drüber bei meiner letzten Untersuchung im Krankenhaus. Ich muss mal dringend gehen, ja. Aber ich schone meinen Körper schon. Das war wirklich eine einzige Ausnahme. Also, mir geht es damit ja halt nicht gut, deswegen mache ich es ja auch nicht. Ja. Was war los? Ich hatte im Oktober Epstein-Barr-Virus, pfeifersches Drüsenfieber und kurz gefasst sind die Nachwirkungen davon, dass man nicht saufen darf, kein Koffein zu sich nehmen darf, woran ich mich natürlich überhaupt nicht halte, kein Nikotin, was für mich zum Glück kein Problem ist und ja. Aber ich habe auch keinen Bock, ich bin halt einfach kein Kiffer. Ich habe auch nie Bock, mehr als 1-2 Mal im Monat überhaupt innen zu rauchen. Deswegen ist das auch kein Ersatz für mich, ganz ehrlich. Da lasse ich es lieber. Und so ein alkoholfreies Heineken ist auch lecker. Ja. Prösterle. Was war das bei Arthur? Der weiß, wie lange das her ist. Ich glaube, seit Arthur habe ich höchstens einmal innen geraucht. Ist auch schon wieder über einen Monat her, deswegen... Darauf rauche ich jetzt den Bon. Gönn dir. Das war ja eine ganze Woche. Ja, Bro, da hältst du es aber auch nicht aus, ohne dich jeden Tag zuzukiffen. Das geht nicht. Also, du stehst da früh auf, wirst geweckt von diesem Mann und der bietet dir zum Frühstück halt einfach eine Lunte an. Das ist komplett geisteskrank, Alter. Aber vor 18 Uhr lehne ich eigentlich in der Regel auch ab, weil dann, das ist mir zu viel, wirklich. Ich liebe diesen Mann. Ja, ja, Harald, das wird auch immer krasser. Ich muss jetzt erstmal die Story machen. Genau das, was ich meine. Touri-Bereich, also von Theaterplatz, die sind gerade am Theaterplatz in dieser Sekunde, bis zum Hauptbahnhof ist wirklich die beste Gegend, um zu sammeln. Da säuft man in der Regel nie aus Bierflaschen.
sondern halt genau so den Scheiß hier. Perfekt zum Sammeln. Hier noch mehr. 44. Ja gut, da haben wir jetzt erstmal zwei Dosen. Die trinken alle Getränke. Ah, okay. Okay, das war jetzt quasi ein Glückstreffer. Und zwar haben wir. Nee, die trinken alle Getränke, ne? Gut. Was also, so ein Scheiß, das ist mir gar nicht aufgefallen, Alter. Flower Tricks, lass stehen, scheißegal. Die Standards haben sich hier ganz schön geändert mittlerweile. Also Geschlechtsverkehr mit Tieren ist hier absolutes Standardsprogramm. Naja. Zwei Leute Rosato getrunken. Ach, nee. Oder auch Gesichtsbesamung, Fellatio mit dem eigenen Opa. Das ist. Sekko und Rosato. Oh, und das kommt mir zugute. Ja. Nee, ich hab keinen Bock mehr mit Henry und so. Das ist einfach. Es ist einfach vorbei. Es ist eine neue Ära ist angebrochen. Hier wird das Arschloch noch aufgedehnt und reingerotzt. Und da wird der Pimmel reingeschoben, auch wenn es die eigene Schwester ist. Ganz einfache Sache. Ja gut, Barry, da hört natürlich der Spaß auf. Ja, ihr lacht. Ich brauche wirklich Pfand. Es ist, ja, das ist das also Seven vs. Pfand-Projekt. Und ich bin ja gerade unter massiven Zeitdruck. Wer jetzt noch wach ist, der entstammt sowieso mindestens drei Generationen. Ehrenwerter Inzest. Und muss Pfand sammeln, das ist gerade mein voller Ernst. Deswegen habt ihr Pfand da. Was ist mit der Flasche dort? Die ist noch ein bisschen gefüllt. Na, wollt ihr mich begleiten und ein bisschen mit Pfand sammeln? Diese Aggression des Schenders ist so geil. Ich muss ja wirklich eine Armee zusammenschauen. Das ist der Mann extra schon, ja. Ja, perfekt. So, wir sitzen aus. Könnt ihr irgendwo Pfand jetzt auf die Schnelle auftreiben? Scheißegal, das ist. Die Elbe lang, ja, das ist mein Zielgebiet. Wollt ihr mich unterstützen? Erstmal nicht, aber viel Erfolg. Ich wünsche miesen Sonnenbrand. Ja, danke trotzdem für die Flasche. Bro. Junge, ich kriege eine Psychose. Die ganzen Pfandflaschen, das ist wie Pokémon Go auf Speed. So, auf geht's. Der wilde Kampf ist eröffnet. Ich habe heute zur Stärkung schon zwei Backcamemberts mit Brötchen und ekelhaften Soßen konsumiert. Ich habe heute zur Stärkung schon zwei Backcamemberts mit Soßen. Was für eine Einleitung. Skip, skip, Junge, ich liebe euch. Auf jeden Fall bin ich das gut gestärkt und werde voller Energie durchstarten, auch wenn ich nur ungefähr die halbe Zeit habe. Ja, entschuldigen Sie bitte, ich filme. Dann gebe ich mir trotzdem Mühe und werde mich mit dem guten Maskenmann zusammentun, um gemeinsam böse Pläne zu kriegen. So, der Anfang ist gemacht. Im Zwinger. Oh Gott. 75 Cent. Ja, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Und ja, der Boden wird hier nur aufgerissen, weil gehofft wird, dass darunter noch Pfandlawinen zu finden sind. Deshalb ist hier nämlich schon einmal reingetreten und deswegen ist hier alles verwüstet. Läuft. Läuft. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja! Geil, 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 geil. Jede Szene fängt an mit erstmal Beleidigungen. Ja, ein bisschen August-Bashing muss auch betrieben werden. Das kann man noch sogar reinzählen eigentlich als für das Trinkspiel, weil ich habe ja technisch gesehen jetzt gerade Mobbing betrieben. Ja. Könnt ihr dem August bitte eine Glatze verpassen? Einfach den Hodensack in die Mikrowelle halten. Den Rest kennt man ja. Wie viel Leergut muss man eigentlich sammeln, um nur ansatzweise so eine attraktive Dame wie der Schänder zu finden? Ja, man braucht einfach einen fetten, langen Schwanz und muss ordentlich bumsen, dann läuft der Rest schon. Nee, man darf einfach nicht langweilig sein. Ich glaube mir, heutzutage ist der Männermarkt wirklich, sehr dünne. Es ist ein Haufen Vollidioten und die haben auch alle nichts mehr drauf, um es kurz zu fassen. Und da muss man nicht unbedingt der Hübscheste sein und man muss auch nie unbedingt der Seriöseste sein. Oder was weiß ich, um da Erfolg zu haben. Man muss nur einfach mal ein bisschen anders sein als der Rest. Ja. Fieser Fettsack, ja, die habe ich am Mike, um bessere Lobbys bei Warzone zu bekommen. Glaub mir, funktioniert. Man muss Sing heißen. Funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Wo ist denn die? Kampfansagen. Schick dieses Gerät. Ich bin ja auch der Einzige, der alleine macht. Alleine. Okay, das Gejammer geht los. Also jammern, andere Leute beleidigen oder Kamelbashing zählt alles ins Trinkspiel rein. Also hier der nächste Shot, der nächste Schluck Bier. Prost. Allein. Dürfe ich alleine rum und sammle Pfand. Die Konkurrenz in Dresden ist einfach viel zu groß. Ja, nächster Shot. Die Konkurrenz ist zu groß.
Guck mal, wie die da im Team laufen. Im Team. Oh, die Leute Team. Nächster Shot. Ja. RIP. Weil er es nicht alleine hinbekommt. Er bekommt das einfach nicht alleine hin. Und dann noch den Fadi. Der Fadi. Es musste einfach auch der Fadi sein. Es tut mir sehr leid, dass ich weiß, wer meiner ist. Probier mein Clip Richtung Krummel. Das sind die meisten Besoffenen. Okay, das zählt auch ins Trinkspiel rein, das ist auch böse. Also die meisten, die trinken. Naja. Am Ende wird sowieso der Sachsen gewinnen. Der hat die viel bessere Zeit bekommen. Okay, der hat weniger Zeit, aber er hat die Zeit, wo die meisten Dosen runtergelegt werden und hingelegt werden. Dann muss ich noch nach Hause. Er hat ja sogar gegen den Sergeant gehetzt, der nicht mal anwesend ist. Am Ende wird sowieso der Sergeant gewinnen. Der hat die viel bessere Zeit bekommen. Okay, der hat weniger Zeit, aber er hat die Zeit, wo die meisten Dosen runtergelegt werden und hingelegt werden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Es wird ja sogar gegen Leute gewettert, die nicht mal da sind. Ich liebe meinen Freundeskreis so sehr. Das ist einfach schön, Alter. Flower Tricks, wir sind privat noch viel schlimmer zueinander. Der Mann weiß, wer sein Vater ist. Sowas würde ich niemals wirklich sagen, wenn es wirklich so wäre, Alter. Ja, dann muss ich noch nach Hause. Ja, wenn ihr wüsstet, wie wir privat miteinander reden, das ist geisteskrank. Da ist das, was ihr in den Videos seht, ja wirklich nichts dagegen. Wir sind absolut brutal im Umgang miteinander. Das ist aber auch so, weil sich das immer mehr hochschaukelt, weil man gewöhnt sich ja dran, wisst ihr, was ich meine? Aber ich bin der Meinung, das ist auch wichtig in einem Freundeskreis. Teilweise natürlich ein bisschen sehr... Ja, aber... ja. Ich werde noch meinen Pfand wegschaffen. Ich bin null motiviert. Am liebsten würde ich jetzt einfach zu Hause gehen und in die Zone. Aber... Junge, es sind ja wirklich 2 Minuten vergangen vom Start an, als diese Szene losgeht. Ich bin null motiviert. Am liebsten würde ich jetzt einfach zu Hause gehen und in die Zone. Aber man macht, was man machen muss, weil man es macht. Naja, es fängt aber schon mal gut an. Der Mann ist ein Profi, wie gesagt. Er hat Handschuhe am Start. Die ersten 25 Cent. Oh, die. Und hier habe ich schon das nächste. Wo ist der Mann denn eigentlich unterwegs? Das ist so ein ganz, ganz mystischer, also so eine ganz mystische Taktik, sich in so abgelegenen Geländen zu sammeln. Also der Mann behält sich ja eigentlich in den gesamten Aufnahmen von ihm nur da auf, wo eigentlich kein Mensch unterwegs ist. Vielleicht ist das da beabsichtigt, weil er nicht möchte, dass er dabei beobachtet wird. Aber das wäre jetzt nicht unbedingt mein Ansatz gewesen. Finde ich interessant. Oh, das sind das nur Sektflaschen? Ach nee, das sind Bierflaschen. Ah, die muss ich auch einsammeln. Ja, das ist so beschissen. Das wird so ein beschissener Weg sein. Ich hoffe, ich komme hier einfach nicht. Nee, ich müsste wirklich komplett hier außen rum. Du müsstest dich hier durch das Gebüsch. Ja, ich liebe sie. Oder? Ach nee, da müsste ich den Bau zahlen. Und wenn dann Mitarbeiter kommen und ich bin Pfandflaschensammler. Das ist mein Beruf. Ich sammle Geld für meine. Ich kann diesen Mann einfach nur lieben, wirklich. Oh Gott. In die Kamera auch immer so schön fokussiert. Doom, das sind Fakten. Ha. Junge, was ist das für ein Modus? Ja, einfach auf dem Boden. Einfach auf dem Boden. Wilde Sache, Brudi. Oh, dieses Auge vor Autofokus. Naja, hier ist ganz herumgelaufen und. Aber ich feiere das, dass der Gamel den Kinomodus angemacht hat. Das sieht cool aus auf jeden Fall, wenn man sich selber filmt. Und man zeigt den Hintergrund halt nicht so. Also, ist eigentlich sehr innovativ, muss ich mal Real Talk sagen. Pfandsammeln, das ist halt schon was. Leute gucken dich halt komisch an. Ich gucke mich selber komisch an. Die meisten fahren ja mit dem Auto, also tut mir leid. Also, mit dem Auto und dann noch mit dem Fadi und so. Der nächste Shot im Trinkspiel. Es wird wieder gejammert und sich beschwert. Einfach viel zu einfach gemacht. Viel zu einfach. Man muss schwitzen, die Beine müssen brennen. Das ist das wahre Pfandleben. Ja, meine Teilnahme sieht so aus. Ich habe... Nochmal, ich habe wirklich immer so viel Leergut bei mir rumstehen. Ich wäre 4-mal im Jahr bestelle ich bei hier, wie die Kacke ist hier, Flaschenpost. Also, ja.
Na gut, die Dosen habe ich jetzt ein bisschen länger gesammelt, aber das ist alles normaler Pfand. Also kurz vor der Abgabe habe ich ja sogar noch mal, also kurz vor dem Zeitpunkt, an dem ich neue Bestellung mache, habe ich noch mal so 8 bis 10 Kästen mehr leer. Also, Betrug ist es auf jeden Fall nicht. Aber, naja, das habe ich trotzdem mit Absicht gemacht. Zum einen, um den Samstagnachmittag irgendwie was filmen zu können, wo ich einfach nur meine Eier schaukel. Seht ihr dann im dritten Teil. Und dann halt auch eine Kontroverse zu schaffen. Das ist halt wichtig. Also, du musst halt irgendwie so einen Skandal immer erzeugen. Also zum Beispiel Seven vs. Wild war hier der Andreas Kieling, der ja übelst für Furore gesorgt hat. Das hat ja Millionen Aufrufe generiert. Und das hier, das weiß ich, hier stürzt sich jeder drauf, hier regt sich jeder auf. Und es hat natürlich wunderbar funktioniert. GMC, mein Lieber, danke für den Raid. Nico und Bier und Lunte übrigens ebenfalls. Eine ganze Weile kein Pfand abgegeben. Habe jetzt aber auch gar nicht viel mehr als... Ich habe nicht den Keeling gemacht. Ich habe hier leider Gottes an niemandens Stiefeln geschnüffelt. Ich habe einfach nur einen Skandal erzeugt damit. So, also, Skandal. Tiger, danke für den Prime übrigens. Normalerweise, also die Dosen schon, die gebe ich normalerweise natürlich öfter ab. Aber da ich alle 2,5, 3 Monate immer bei Flaschenpost oder Durstexpress, wie auch immer das mittlerweile heißt, bestelle, habe ich immer die ganzen Kästen in der Wohnung und die gebe ich natürlich dann mit jeder Bestellung wieder ab. Also habe jetzt eigentlich nicht sonderlich unnatürlich viel angestaut, so viel habe ich halt wirklich immer im Bestand. Ja, und das gebe ich jetzt einfach ab und hoffe mal, dass der Leergutautomat mitmacht und ich dann einen möglichst großen Bon rausbekomme. Und ja, das reicht vielleicht, um zumindest einen der ersten oder zweiten Plätze zu belegen. Was ist deine Prognose? Meine Prognose ist... Bitte etwas lauter. Dass ich den ersten Platz mache, weil du kennst meinen Keller nicht. So Leute, das war's mit der ersten Folge. So, das ist YouTube-Geschwätz, das brauchen wir jetzt hier nie. Ja. Ey, Malzmeister. Ich, Flower Tricks, siehst du, was ich meine? Ich hab's aufgegeben. Ich hab's einfach aufgegeben. Ich hab gerade mich noch mit ihm drüber unterhalten. Ah, ich liebe es so sehr. Ich komme bei Malzmeister immer in den Discord-Server rein, während der live streamt und dann kann ich sagen, na hallo, geschlägt sich ja mit, dann schreit er immer so rum, weil der wieder weiß, dass ich irgendeine Scheiße oder so. Ach, das ist so geil. Okay. Bevor ich die nächste Folge starte, noch irgendwelche Fragen oder Anregungen oder irgendetwas? Herzlich willkommen bis zu diesem Zeitpunkt, damit ich möglichst wenig pausieren muss. Und wer ist denn noch beim Trinkspiel eigentlich drin? Macht hier eigentlich wirklich jemand mit? Das Paradies liegt unterm Haus. Die Tür fällt zu, das Licht geht aus. Geil. Ich bin seit 3 Monaten nüchtern. Alter. Shish. Rabner, ich will gar nicht wissen, wie die Zustände im Hotel sind. Das ist absolut geisteskrank. Die Flasche Jägermeister schon leer, Alter. YouTube ist ja aktuell so tot gefühlt. Ich habe mich so gefreut, dass die Folge online war. Ich musste mich so zurückhalten, weil ich deine Videos gerne abends zum Essen gucke. Aber ich habe es nicht geschafft zu warten. Das ist wirklich ein wunderschöner Satz, den ich hier lesen kann. Wie geht das Trinkspiel? Immer wenn jemand der Teilnehmer über andere lästert, sich beschwert, rumjammert oder sagt, es ist irgendwas unfair, dann ein Shot oder ein Schluck Bier oder was auch immer ihr gerade konsumiert. Bei Koks und Ähnlichem möchte ich davon abraten, dann ja, werde ich euch nämlich vermissen. Denn glaubt mir, es muss oft angesetzt werden. Jason, danke für die 112 Diamanten. Wie bewertest du die Resonanz auf dieses Projekt? Stand gestern 17.30 Uhr. Ja, ich hätte gedacht, dass ein paar mehr Leute zuschauen, also klicktechnisch. Aber das ist für mich nicht so wichtig, weil das Feedback einfach wunderbar ist. 99% positive Bewertung bei YouTube und nur positives Feedback. Ja gut, hier und da jammert immer irgendjemand über irgendeine Regel oder irgendwas. Aber das ist ganz normal. Also ich bin vollstens zufrieden. Außerdem wird das hier noch in ein paar Jahren unterhaltsam sein. Also
das ist scheißegal. Man darf das niemals, man darf solche Projekte niemals abhängig machen von der zahlenmäßigen Resonanz oder so. Und deswegen ist mir die wirkliche Resonanz wichtiger. Ja. Als weißt du das. Wie gewinnt man das Trinkspiel? Trinkspiele kann man nicht gewinnen. Da ist immer die Teilnahme eigentlich das Wichtige. Wann kommt die nächste Folge? Also wenn du im Stream dranbleibst, schauen wir alle drei Folgen. Die geht regulär aber um 13 Uhr heute online bei YouTube. So. Fieser Fett sagt, das ist möglich. Das ist möglich. Nicht 1000 Regeln. Ja, ich wollte es von Anfang an so offen lassen wie möglich, damit der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Das war so mein Gedanke dabei. Weil ich, wie gesagt, reines Pfandsammeln eigentlich für zu langweilig erachte. Außer der Kamel macht das, dann ist es pures Entertainment. So, Folge 2. Herzlich willkommen zurück zu Seven vs. Pfand. Wir haben beim letzten Mal den Start von jedem gesehen und heute geht es weiter mit dem Prozess des Pfandsammelns, Pfandklauens, Pfandbetteln, Pfandbesorgen. Und ja, ich bin gespannt, was die anderen so gemacht haben. Ich habe auch. Ja, das im Hintergrund ist wirklich mal mein Nummernschild gewesen übrigens. Also ich hatte zwar nie einen Führerschein, aber ich hatte in meinem Leben 5 Autos und angemeldet waren davon 2, lustigerweise. Kannst du dir nie ausdenken. Aber so Chauffeure lassen sich halt schlecht bei Laune halten meistens, das ist das Problem. Auch nicht mehr gesehen als ihr zu diesem Zeitpunkt und ja, let's go. Junge, Flauerfix, das... Wie unschwer zu erkennen, das Ganze langsam Gestalt an. Ich werde jetzt noch einmal am Lager halten, ich muss dort eh noch was hinbringen. Das andere ist auch ganz gut, da kann ich gleich noch so Zeug von gestern von der Party, so ein bisschen technischen Kram noch ablagern. Und dann würde ich sagen, machen wir es dann auch erstmal so. Also werde jetzt hier nicht durch irgendwelche Parks laufen, habe ich echt. Also nicht, weil ich das jetzt irgendwie schlimm finde, durch einen Park zu laufen. Ich finde einfach nur das Laufen schlimm. So, jetzt werde ich mein Auto erstmal ein bisschen Dreck befreien. Also das Auto wegschmeißen. Yeah. Wie dieser Mann teilweise Arbeitsmaterialien monatelang mit sich rumfährt, macht mich so krank. Es liegt halt so viel Zeug und man darf ja nur einen Pfandbon abgeben und das Problem ist einfach, das nimmt alles sau. Seht ihr das Ding hier, dieser Kasten, das ist dieser kleine Fernseher bzw. Monitor. Den habe ich mal in der Fanpost ausgepackt. Den habe ich ihm einfach ins Auto gestellt, als wir uns getroffen haben. Und der steht jetzt seit Wochen dort und ist, glaube ich, immer noch in dem Auto. Ich liebe es so sehr. Sau viel Platz weg. Und ich bin mir ziemlich sicher. Nee, der Mann ist verkatert. Wir haben an der Nacht davor ziemlich lange gefeiert und er hat ziemlich viel gesoffen. Sicher, dass ich noch mehr holen könnte oder beschaffen könnte. Aber es ist halt einfach schwierig. Ich rechne mir so langsam ganz gute Chancen aus. Also ich habe jetzt bewusst mal das Lager geskippt, weil das ja theoretisch Ware ist, die ich verkaufe oder die wir verkaufen. Und das muss ja nicht sein. Und das aus dem Büro ist ja alles Eigenbedarf, was so genau getrunken wurde. Das wird schon passen. Also ich rechne mir langsam ganz gute Chancen aus. Das ist jetzt, ja. Der Mann ist technisch gesehen Student und der veranstaltet halt einfach Sachen. Das heißt nicht, dass er dafür irgendeine Lehre abgeschlossen hat oder so. Fieser Fetzer, das hoffe ich doch. Die Frage ist, wo das Restaurant von dem Mann bleibt. Das frage ich den Mann sehr regelmäßig. Aber ich habe mit dem Mann auch schon ein paar Erfahrungen gesammelt, was Gastro angeht. Und es ist einfach nicht wert. Heutzutage einfach zu unsicher, zu viel Einsatz, viel zu viel Zeit, die da drauf geht. Und nee. Es klingt natürlich lustig so, dass der Mann kocht und bla bla, aber das 5-6 Tage die Woche zu machen, manchmal auch 7, dann hört der Spaß halt auf. Ja. Devastator kriegt einfach keinen. Real Talk, also der hat schon lange aufgegeben, aber ja, also jetzt mal ohne drüber wirklich sich lustig zu machen, ist halt wirklich heutzutage richtig scheiße, was das angeht. Alter, kannst du voll vergessen, wenn du irgendwie dir was suchen willst. Das ist auf jeden Fall mehr als der Jamal, der Schender und August. Wer ist noch? Das zählt nicht ins Trinkspiel rein, der Mann philosophiert nur. Das ist kein Jammern und auch kein Hass. Ist ja jetzt, glaube ich, raus.
keine Ahnung, wie du das schaffst, aber ist dein Ziel irgendwie, mich akustisch zu zermürben, oder? Oh, Alter, wirklich nicht. Das ist dauerlich tragen können. So, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, der Köks, also Max, der viel hat und was Seibt und Supra machen. Weil die haben ja ein Gefährt. So, und das, ja, könnte schwierig werden. Also ich sehe mich jetzt irgendwo in der Chancenermittlung schon so unter den Top 3. Ja. Der Sound ist völlig okay. Also ich habe die Aufnahmen, die ihr gerade jetzt hört, um 300% auf 400% bearbeitet von der Lautstärke her. Und vergleichsweise ist der Sound unter aller Sau, Alter, wirklich. Naja, aber... Mein Uri geht's wunderbar. Wenn es halt nie ist, dann ist es nie. So, der Max meinte ja, dass das eigentlich, also dass es zulässig ist, wenn mir jemand irgendwie seinen ganzen Pfand schenkt. Und jetzt ziehe ich den Joker. Max, ich hoffe... Das ist ein Restaurant, das Erbgericht in Wachau. Kann ich sehr empfehlen. Sehr leckeres Essen. Da, ja. Ich hoffe, du kannst es dann irgendwie erkennen. Guna! Und ich weiß jetzt nicht, ob er schon vorher das Ergebnis sieht oder erst in diesem Video oder nach diesem Video. Aber spätestens jetzt weiß er, warum. Wachau, ja. Also... Das ist unser geliebter Hugo. Man wird mir glauben, dass ich habe jetzt wirklich einen Riesensack Pfand in meinem Auto geladen bekommen. Vielen Dank an die Spenderin. Ich, ich bin Kinder, ja genau. Naja, nee, ich filme ja kein Gesicht. Also, okay. No, also vielen lieben Dank. Die gute Dame aus dem Erbgericht Wacher, das war die Mutter von dem geliebten Kollegen Mein Nuri. Genau. Ich habe jetzt folgendes, also diesen Sack voll 25 Cent Pfand, nehme ich mal stark an, habe ich jetzt als Spende bekommen. Auf jeden Fall sehr groß. Werde jetzt noch im Kaufland, also das hier werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, da muss ich gleich mal fragen, ob die noch ein paar Lichtenauer Flaschen haben. Aber hier Glasflaschen kaufen und austrinken und die Kisten quasi auffüllen. Warum auch immer der Mann die Kästen auffüllen wollte, also man kann überall auch Kästen abgeben, ohne dass die komplett voll sind. Das war vielleicht mal vor 10 Jahren so, aber das ist... Du kannst mittlerweile auch leere Kästen, die im Sortiment von dem Laden sind, einfach reinschieben und die Automaten nehmen die an. Malzmeister, ich danke dir für den verschenkten Sub und Fulda420, dir danke ich für dein Abo. Beide Male geht sehr viel Liebe raus. Apfelsaft, das sind Fakten. Max, könntest du dir vorstellen, eine Katze oder einen Hund zu haben? Ich hätte sehr, sehr, sehr gerne einen Hund, bin aber nicht in der Lage, dem ein ausreichend gutes Leben zu bewerkstelligen, wie auch immer man das ausdrückt, weil ich habe hier eine Wohnung im dritten Stock, ich habe keinen Garten, nee. Und wenn, dann will ich auch einen richtigen Hund haben. Und mit richtigen Hund meine ich einen großen Hund, einen, halt einen ordentlichen Hund, also alles, was wenig, was so groß ist wie eine Katze. Oder was nicht mindestens doppelt so groß ist wie eine Katze, ist kein richtiger Hund, wenn du mich fragst. Also außer Dackel. Die haben durchaus eine Daseinsberechtigung. Und die ausnahmsweise Kylo auch, ja. Sonst nicht. Und ich bin auch viel zu selten da. Also ich fahre jetzt gerade wieder 2 Tage weg. Danach bin ich auch die ganze Woche weg. Wie soll ich einen Hund halten? So, weißt du, was ich meine? Ja, kannst du vergessen. Du hast doch schon ein Schwein. Ja, aber nicht mehr lange. Der Mann nimmt immer mehr ab. Das ist jetzt natürlich sehr gut, dass ich daran gedacht habe, weil auskippen ist ja verboten und so kann ich dann den Kasten hier voll machen. Anstrengend ist das, ich sag's euch. Ich jung ist. Also, höchsten Respekt, wer entschieden hat. Irgendwie hat es mehr... Ich habe kein Wort verstanden. Anonymous, danke noch für den Resub. Bester Content im Internet. Der beste Content im Internet ist mein Chat. Also ihr. Mit Abstand. Spaß gemacht, als ich dachte. Jetzt ist natürlich die Auswahl des Supermarktes von entscheidender Wichtigkeit. Da man ja nur den höchstgültigen Pfandbon, also nur der höchste Pfandbon ist ja gültig. So, und jetzt überlege ich, wie ich das mache. Ich werde ja eh noch ein paar Getränke kaufen und trinken müssen.
in die Kisten aufzufüllen. Das ist halt wirklich Quatsch, aber ja, warum nicht? Gönn dir, Bro. Und da werde ich, glaube ich, dem Kollegen mal vorher Bescheid sagen, dass der dort das vernünftig leer machen soll und mich darum kümmern, dass der... Das aber das ist ein guter Ansatz, und zwar erstmal, bevor du das Leergut abgibst, sicher gehen, dass die Beutel leer sind und dass das Kästenband leer ist, damit der Automat nicht voll ist und abbricht. Das macht auf jeden Fall Sinn. Das war ein sehr guter Gedankengang. Dass der Automat halt vernünftig funktioniert, weil sonst wird das, glaube ich, Murks. Genau, meine Gewinnaussichten aus meiner Sicht sollte machbar sein. Also zumindest einen der ersten zwei Ränge zu bekleiden. Hier versteckt sich doch einer. Ja, nee, der Mann hat, glaube ich, der denkt, glaube ich, einfach, dass der die Kästen nur abgeben kann, wenn sie vollständig sind. Das hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass er denkt, dass es eine Regel von mir ist. Ja. Junge, Flower Tricks, das sind verdammt harte Fakten. Alter, Johannes Pudding, danke übrigens für den Follow und vorher sogar noch den Prime. Das ist sehr ehrenwert. Herzlich willkommen hier auf der dunklen Seite des Internets. Ich finde das lustig, weil jetzt sagen noch alle, die nur die ersten zwei Folgen gesehen haben, dass der Gamel hier der ehrenwerteste Sammler ist und so weiter. Wartet ab, bis ihr die dritte Folge seht, Alter. Ich scheiß mir so ein. Der Plot-Twist wird beim Gamel eigentlich mit am lustigsten. Ne, beim Chris und mir auch, aber beim Gamel... Wirklich, ich will nichts spoilern. Das wär's nur, wenn es am Ende eine wäre ohne Platz. Wo ist dieser Mann überhaupt? In irgendwelchen Gartenanlagen, das macht mich so fertig wie ich. Das wäre doch eigentlich auch viel cooler gewesen, wenn der Max jeder von uns einen Tag... Gut, das zählt auf jeden Fall ins Trinkspiel rein hier. Kleidet hätte, so 5 Stunden, und in der Zeit wird halt gesammelt. Und er halt guckt, wie wir sammeln und alles. Das wäre eigentlich auch Hammer gewesen. Wir hätten auch noch die Regel einführen können, dass jeder auf einem Pferd reiten muss. Das wäre auf jeden Fall lustig gewesen. Aber nein, ich muss alleine laufen. Ich laufe und laufe. Hab das falsche Schuhwerk an. Und ja. Nur genau schon mal. Und fürs schlechte Wetter bin ich auch noch verantwortlich. Die Rummelgegend enttäuscht einfach nie. Okay, hätte viel mehr sein können. Oh Junge, sind das Krümel oder sind das Ameisen? Diese armen Ameisen, die sind ausgerechnet. Das ist so krümel. Sirle Ossi, nicht beim Gamel, bei anderen Leuten vielleicht. Da gab es hier nicht mal eine Treppe. Alter, die ist... Oh nee, oh nee! Jetzt kommt wirklich das Beste, Alter. Wer es noch nie gesehen hat, es ist so wunderschön. Mike, moin. Wenn ich dir eine Treppe geben würde, ich... Die sieht mir sehr unsicher aus. Ach, aber hier ist eine zweite. Hier ist einfach eine zweite. Ich probier's. Alter, hier ist einfach eine Treppe. Also ich habe schon mehrmals dagegen getreten und die ist halt... Fühlt sich komplett stabil an. Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, da runter zu gehen, weil ich irgendwie gerade übelsten Schiss habe, dass ich runterfalle. Das sind aber 3 Stück. 3 Stück. Einfach nach 10-minütigen Angst und Scheiß habe ich das endlich auf diese Scheißleiter geschafft. Alter, ich hatte so eine Angst. Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, dass ich ausrutsche, hinfliege und mir irgendwas breche. Aber es ist leider gut gefallen, gut geendet.
filmt schon. Alter. Warum ist denn die Taschenlampe an? Das ist wirklich die beste Stelle, Alter. Das macht mich so geil. Alter. Warum ist denn die Taschenlampe an? Alter, ich hab's. Nach 10 Minuten ganz halt Kopfwicken habe ich das endlich hier runter geschafft. Das hätte ich gerne vom anderen Elbufer besichtigt. Das ist so unfassbar schön. Ha, so. Du, ja, wenn das wirklich, ja, ja, das sind definitiv die Verhältnisse. Ja, ja, nee, ich sag dazu nichts. Wie komme ich jetzt an dieser Fläche? Oh, nee, ich komme. Strahl. Noch eine. Nur zur Information, ich habe aus ungefähr 20 Minuten Material vom Garmel für diese Episode so 5 gemacht. Ja, ich habe alles gesehen. Ah. Das Wasser ist so ekelhaft, so widerlich. Scheiß drauf, Alter. Scheiß drauf. Es sind 8 gegen Pfand. 8 gegen Pfand. Pfand gegen 8. 8 gegen Pfand. Pfand gegen 8. Pfand gegen Pfand. Der Pfand muss Pfand. Boah, das wird bestimmt unfassbar kalt sein. Ich werde bestimmt den Tod holen. 100% werde ich den Scheiß tot holen. Ich liebe es so sehr. Und für was mache ich das? Für 8 Cent? Für 8 Cent? Brudi, 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 Brudi. Ich darf halt nicht runterfallen. Aber ich muss ehrlich sagen, die Wassertemperatur geht halbwegs. Alter, wenn ich jetzt hier ausrutsche, hör ich auf. Da ist alles für mich vorbei. Dann habe ich keinen Bock mehr. Und hör einfach auf. Aber nein. Also der Mann hat das Wort Effizienz neu definiert. So. Also und der Schänder hätte noch die Flasche ausgetrunken, weil er dachte, das entspricht der Regel. Wie soll ich mich jetzt rückwärts bewegen? Das ist doch kacke. Aua, aua, aua. Das? Na, das geht doch. Oh Gott. Oh Gott. Alter, das ist eine Kugel, Alter. Ja, das Wasser ist doch so unfassbar widerlich. Ich werde es bestimmt so Chiki-Chan-mäßig versuche ich das jetzt. Chiki-Chan-mäßig versuche ich jetzt, diesen Scheißflansch also zu bekommen. Ich hole mir kurz einen Snack. Und ich rette sogar den Ozean, also den Ozean, also die Elbe, das ist so ein Öko-Ding, also so rettet Strände gegen Plastik und diese Pfandflasche Plastik ist halt, ich will dieses ekelhafte Wasser nicht berühren, das ist so unfassbar ekelhaft, aber weißt du, wie schwer es jetzt ist mit zu filmen und, oh Gott, Scheiße, Alter, ich bin fast reingefallen. Junge, das ist so widerlich. Alter, ich muss sofort danach duschen gehen. Danach. Alter, das ist so widerlich, aber. Alter. Ich glaube mal, ich bin in der Gruppe der Einzige, der hier um sein Leben kämpft. Für diesen Pfand. Oh Gott. Jetzt lege ich mich hier hin. Ich weiß nicht, was das für eine ekelhafte Brühe ist. Aber ich hab sie bekommen. Oh Gott, war das eine Arbeit. Oh Gott. Genug Wiegematerial. So. Das ist die nächste Abbeutung. Alter.
egal, versifft. Werde ich jetzt hier wieder hochtrabeln. Diese scheiß Leiter, wo ich eine halbe Stunde lang Kopfkino hatte. Und ja, ein bisschen wiegt das schon was. Also, muss ich ehrlich sagen, schon mehr ist, wenn ich mit dem Satschen wandern gehe. So, die Mutter hat schon ein bisschen. So, herrlich. Das war wirklich eine absolute Freude. Ich habe mir noch ein alkoholfreies Heineken geöffnet und als Snack gibt es jetzt das hier. Das kann ich sehr empfehlen. Sowas gibt es in unfassbar vielen Sorten. Das ist sehr scharf, würziges. Fragt mich nicht was. Das ist auf jeden Fall scharf, würzig. Ja, weiter geht's. Ich habe was mitgenommen. Das ist jetzt hier das Leergut. Das ist schon einiges, aber ich habe langsam, wenn ich das so sehe, irgendwie Muffins aus und dass der ein oder andere mehr sammeln könnte. Ja, vor allen Dingen der gemeine Pfandautomatenabbruch. Ja. Dieses Essen macht übrigens massiv. Übrigens scharf. Impotent. Alter. Ja, wir haben schon oft drüber geredet, wenn der Automat mitten in der Mitte einfach abbricht, weil der Container voll ist oder so und den Bon ausspuckt. Das passiert. Da kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Ich muss mir alles sagen, das ist mir eigentlich, wenn ich noch mehr habe, immer passiert. Ja, eben. Entweder ist das gewollt oder der Behälter ist voll. Naja. Eigentlich müssen wir erstmal hintergehen. Und fragen, ob der leer ist. Wir müssen erstmal was ganz anderes machen jetzt. Machen wir ein Video. Mach ich doch. Nö. Das Auto ist so voll mit Pfand, dass die Mutter sogar gelaufen ist. Ja, ich bin gespannt. Alles gut. Aber jetzt zahlen wir erstmal Kleingeld ein. Alles ganz entspannt. Wir holen den Sieg schon, Hochmut kommt vor dem Fall. Die nächsten Wochenenden möchte ich mal bitte so verleben, wie ich das möchte. Geht's zum Sauna-Club? Ruhr-Records, Gamel ist schon 30. Wird ja nicht. Bevor wir uns dem Leergut widmen, widmen wir uns erstmal dem Nebenerwerb. Und da war es die Schlange auch so lang. Ja, das ist so nackt. Ich habe nichts gespoilert, ich habe nur gesagt, dass Hochmut vor dem Fall kommt. Ich wähle meine Worte schon extra möglichst weise, Bre. Also da ist halt deine Befürchtung, dass da Leute nicht liest. Ist der? Ich habe extra noch ganz viele Szenen eingefügt, auch gerade im dritten Teil, wo ich einfach nur zeige, dass ich irgendwelche anderen Sachen mache. Die Leute werden so eskalieren in den YouTube-Kommentaren. Ach, ich freue mich schon. Ich bin jetzt schon am Abwichsen. Ich hoffe, das liest nicht. Preiswert ist es Uni, ne? Ja, aber... Hätte ich gewusst, dass vorne noch das mit den Apple-Stücken ist, aber es gibt ja noch ein Ding. Beim nächsten Mal. Pazifikas in der Tat. Jeden Cent das werden. Riecht gut. Ja, das hier ist jetzt die Schlange. Hier fängt es an. Und so weit hast du... Wo ich die Leute stehen aus dem Cinemood-Laden. Von drin, hier lang, da vorne um die Ecke rum, hier lang und noch bis hinter das Auto. Geisteskrank. Aber ich mein's ernst, es lohnt sich wirklich. Sind nicht so krass wie Cinebon, aber die amerikanische Version, die ist, glaube ich, ein bisschen zu krass für den deutschen, also Verbraucher. Ich finde es so gut. Die sind ein bisschen leichter, um einiges leichter. Also ich habe in der Mall of Dubai schon original gegessen, die, und die sind geisteskrank. Da habe ich das Gefühl, dass ich drei von denen hier gegessen habe danach. Also die sind exakt so, wie es sein muss. Ich liebe es. Sölle Ossi, nee, da bist du ein bisschen zu früh. Nee, das ist, hier ist Apollo Optik, hier ist der Wellensteinladen und dahinter ist die Altmarktgalerie. Ja, und weiter rechts, also so 50 Meter weiter nach rechts, ist die Spielbank in Dresden. Ja, Better Call Saul, genau. Dadurch hat das so einen richtigen Hype bekommen, weil die so extrem krass gezeigt haben bei Better Call Saul, wie die zubereitet werden. Ich saß damals da, hab diese scheiß Serie geschaut, diese fünfte Staffel, und dachte mir, Alter, ich würde jetzt töten für so ein Ding. Dann zeigen die noch in diesen Szenen, wie dieser Fettsack dieses Ding dort frisst und genüsslich vertilgt. Ey, wo ich in Dubai war und diesen verdammten Cinnabon-Laden sah, ich habe in meine Hose ejakuliert. Real Talk. Ja. Hier viel weiter hinten. Das ist krass.
Das wäre die Schleppe abgelehnt. Naja, ich wollte erst noch. Lohnt sich. So, die erste Ausgrabungsstätte wurde erreicht. Das war ja wirklich alles, was ich auch unter das Sammeln eingereicht habe, sozusagen. Einfach, wie ich das Leergut ins Auto meines Vaters räume und wie wir Zimtschnecken essen. Ach, ich liebe es. Ich liebe es. Sieht gar nicht so schlecht aus. Leider Pfandbar. Oh, nee. Oh, Junge. Junge, das nächste wurde erweckt. Naja, das ist mein Fahrrad. Wir haben jetzt. Ist der Fahrrad ja vor? Nein, habe ich nicht. Wir haben. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ja, wir gehen jetzt zu meinem Auto abholen, das dann abstellen gehen und von dort aus wieder rum. Dann wieder haben wir noch ein Zwischenlager in der Stadt, das ist dann mein Auto. Das weiß aber zum Glück keiner. Ja, da ist auch Lärm drin. Das weiß auch der Kamel nicht, der wird hoffentlich nicht gewinnen. Das Trinkspiel an dieser Stelle. VW-Tattoo, das habe ich noch nicht gesehen. Ich kenne eine Menge Leute, die derartige Tattoos haben. Bei wir sind tief im Osten. Na, die Leute wollen den Hate Speech. Also ich mach das jetzt eigentlich. Nasenschnodder, ich würde das mal schlussfolgern, in der Tat. Ach, krass, dass du es überhaupt erkannt hast. Es ist aber kein Zäh. Hast du zu faul, dir die Kyrillitzer-Tastatur anzuschließen, geliebter Onkel? Nur? Weil es halt was mal das andere ist. Die Wind, ja, ich hätte mich jetzt, ich hätte ja sonst heute nichts mehr gehabt. Das ist mal was anderes als nur zu saufen. Meine Motivation ist halt einfach nur, das Kamel nicht gewinnt, weder Platz 1 noch Platz 2. Ja gut, das zählt auf jeden Fall auch unter das Trinkspiel, ja. Ja, das ist in der Tat das Haupt. Der Mann hat über 35, ich glaube sogar mittlerweile 42 Kilo abgenommen. Mach ich ja nicht. Kamel darf eigentlich nicht mal letzter werden. Das zählt eigentlich nochmal um das Trinkspiel. Also, ja, ich bin sehr stolz auf euch. Junge Henry Flatulator, ich bin sehr stolz auf euch, wenn ihr bis jetzt durchgehalten habt und weiter durchzieht. Hat Ayran Pfand? Nee, das ist cool. Ich glaube. Die lauten neue Verordnung ist übrigens Müllmilchflaschen. Müllermilch, stimmt, ja, stimmt. Darauf müssen wir. Das wissen die meisten gar nicht, das ja, schmeißen sie einfach weg. Das stimmt. Verdammten Schweine. Qualität des iPhones ist übrigens echt überragend. So, oh nee. Wir sind jetzt hier beim Rummel, werden erstmal hier das Leergut abstauben, das ich hier mal am Eingang sammle. Mit welcher Diät? Der Mann trackt seine Kalorien und treibt regelmäßig Sport, ja. Ach, jetzt ist es spät. Ja, es ist zu spät. Müllermilch hat mittlerweile angefangen. Ja, auf jeden Fall. Gehen wir zum Rummel abstauben. Oh, nee. Was wollte ich jetzt sagen? Wir gehen jetzt Pfand am Rummel sammeln. Genau, wir gehen jetzt Rummel am Pfand sammeln. So, der Rummel war leider schon leergefickt, bestimmt vom Kamel, dem Cock. Das zählt auf jeden Fall ins Trinkspiel hinein, so leid es mir tut. Aber hier haben wir jetzt schon mal nochmal 16 Cent. Wenn es wegen 16 Cent gehabert hätte, dann hätten wir uns den Arsch gebissen, deswegen nehmen wir auch Glas mit, ausnahmsweise. Ja, nur heute. Nur heute, ja. Und jetzt laufen wir hier rüber, dann Richtung Auto. Wie ist der Urin? Flautsch, ich weiß nicht. Aber T-Shirts? Also Junge, seid. Ja, das ist die 39. Ja, das T-Shirt ist heute zu Geltung auf jeden Fall. Ich hoffe, man erkennt nichts. So, wenn man mal sich hier durch diese schöne Stadt begibt. Junge, diese massive Schafsherde da drüben. Ich verpasse das immer. Jedes Mal, wenn die Schafe über die Elbwiesen treiben, dann sehe ich das nicht, Mann. Ich liebe Schafe. Das ist ein gigantischer Freiluftpuff. Kann man auch mal nicht nur diesen schönen Mann hier abfilmen, sondern auch diese schöne, wie nennt man das? Diese schöne Skyline. Das nennt man Elbflorenz, du Trottel. Das macht mich wirklich sauer, Alter. Sehr schöne Stadt. Also, du bleibst auch eine der schönsten Städte Deutschlands. Ja, ich war halt wirklich schon in sehr vielen Großstädten. Und abgesehen von Hamburg, also nur die Stadt Rhein-Hamburg ist auch echt cool. Aber Dresden ist schon einfach... Fulda, das finde ich schon ein bisschen dünner. Es ist noch nicht mal 3:30 und du gehst schon schlafen. Naja, dann... So ein kleines Wohnzimmer, so gemütlich. Nicht überlaufen, es stinkt nicht nach Urin wie Berlin. Ja, war gerade Urin. Ja, das waren Ausnahmefälle. Vielleicht war es ja wirklich ich. Ja, aber ist schon. Na schon. Nee.
Da musste ich danach übrigens wirklich was rausschneiden, ja. So, wir sind jetzt hier angekommen. Das Auto wurde abgestellt. Ich kann leider die Umgebung nicht filmen. Wir geben jetzt, ich habe noch Essen von gestern gefunden. Der Kong? Der Kong, stimmt, der Kong muss mit. Übrigens ein Kühlerstoff von der Super. Das ist gut. Ja, also wir gehen jetzt kurz das Zeug abgeben, gehen nochmal Taschen holen, gehen nochmal Seischen. Ich habe zu Hause, glaube ich, nochmal ein, zwei Flaschen. Seischen heißt übrigens sozusagen pissen. Also. Wir sind aber, muss man sagen, wir sind nicht wie Max, der zu Hause 3000 Euro Pfand rumliegen gebunkert hat seit... Das wäre dann der nächste Shot. 12 Jahren. Es tut mir wirklich leid, wenn du jede Woche dein Leergut abgeben musst, damit du dir was auf die Schnitte schmieren kannst, du Penner. Wir haben noch einen Joker. Ja, wir haben was, aber das verraten wir nicht. wir machen das wirklich mit Leidenschaft, fangen bei null an und mal gucken, wo wir rauskommen. Also das und Ziel. Der Mäh hat auch gewonnen. Am Film der Mann eigentlich nicht sein Gesicht beim Reden, das macht mich so wütend. Das stimmt, Garmel hat auch gebunkert, das muss man dazu sagen. Gegen Garmel wird auch direkt gehetzt, ja. Das ist dann wohl der nächste Shot. Aber wir ziehen das wirklich von null auf, aus, durch und hoffen, dass es was bringt. Solange Garmel nicht gewinnt, bin ich zufrieden. Dann haben wir den nächsten Shot. Das ist das Ziel. Ja, also der Onkel macht auch mit. Man muss aber auch sagen, es ist mal echt ein schöner Spaziergang heute, den man hier erlebt. Es ist mal gesund, es ist mal kein Bier in der Hand, aber G steht für gönnt. Danke, Marcel. Ich füge hier eine Strichliste, mir schmeckt sie sowieso nicht. Eine Paddeltour mit der Gruppe. Der Gastgeber, der will immer Kanu fahren, aber ich weiß nicht, das ist auch nie so mein Ding. Also wenn dann, ich mag nur Wandern oder Fahrradtouren. Ganz ehrlich, alles andere ist nie so mein Ding. Alter, Flower Tricks, das. Wann wird wieder gewandert? Ich muss leider momentan sowas erstmal auskurieren. Ich habe nämlich eine Verletzung am Knie. Ich habe mir da ziemlich was gezerrt. Das ist nervig. Gute Frage. Also die Brockenwanderung steht eigentlich, aber es steht halt noch kein Datum. Ja, also steht eigentlich noch gar nichts. Spreewald, ja, da war ich oft in der Kindheit. Aber das ist jetzt auch nie unbedingt was für uns. Da werden wir, glaube ich, rausgeschmissen aus dem Kanal, wenn wir dort sind. Rein. Da haben gerade schon das Corona-Nest geplündert. Das, vielleicht war ich das mal vor ein paar Jahren. Aber mal gucken. Mal gucken. Ja, auch das gehört ab und zu mal dazu. Es waren aber leider, also es waren nicht wir, das hätten wir leider nicht mitnehmen. So jetzt. Ja, das ist leider schade. Außer das Tanzen wohl wäre noch sichtbar. Das ist aber eine Glasflasche. Ja, so stimmt, die haben wir mit dem Bart. Ja. Ja, und dann. Schokopapi, du Drecksack hier, weil du nie am Start warst und gerade warst, streame ich jetzt hier ordentlichen Content. Das ist zum Kotzen, wirklich. Ich hoffe, im Anschluss nach der dritten Folge gehen wir noch ein bisschen rein. Haben wir natürlich wieder zwei Desperados, wieder 16 Cent. Gott gab den Menschen zwei Händen genau dafür. Danke Adam und Eva für eure Rippen. Bitte. Ja, hier gibt es schon die nächsten 25 Cent. Wir sind jetzt übrigens auf dem Weg, das Auto von diesem Herrn wegzubringen. Es ist sehr windig. Die Stadt ist immer noch schön, der Mann trinkt. Ich habe mir das gestern eigentlich nur für vor dem Konzert zum Essen spülen geholt, habe es aber nicht benutzt und ich bereue nichts. Das stimmt. Wir kommen beim Superfahrer an und hier ist schon das nächste. Das ist ja. Das habe ich gestern beim Club vor dem Club geraubt und ich habe irgendwie, ich wusste gar nicht, dass heute der Tag stattfindet, wie heute stattfindet. Habe das einfach geraubt und das hat sich gelohnt. Ich geh ins Pullum. In diesem Sinne auf jeden Fall danke an danke Onkel Monte. An Papa Monte für das. Oh ja, toll. Vor allem das klingt interessant. Gruß, alles Gruß. Den Master Exe, den Ehrenmann und Kieskau natürlich. Ja. Ich kenne keinen von denen. Stimmt, wie die sich beim Autofahren zeigen, nachdem die mehrere Biere schon genossen haben. Das ist einfach nur, das ist wirklich der verdammte Lifestyle. Den Herrn, aber ich grüße mich nicht weg. Ach nee, da war ja nicht mehr da, ne? Trotzdem in Ehren. Nochmal von allen. Gruß, alles Gruß. Der Master Exe, den Ehrenmann und Kieskau natürlich. Ja. Ich kenne keinen von den Herren, aber ich grüße mich Big Mac. Ach nee, da war ja nicht mehr da, ne? Trotzdem in Ehren. Ja. Was gibt das LSD in sich frei? Das ist keine Grüße an Flower Tricks rausgehen, macht mich sehr wütend. Die Gespräche wurden gerade unterbrochen, aber hier wurde ein Nest. Kannst du bitte das Nest? Alter. Kann sein, dass ich hier gestern gewesen bin. Das habe ich nämlich auch gefragt. Oh, ich habe was übersehen und zwar danke Sir Valhalla für 5 Euro per Donation. Die zwei Lieblingssportarten eines Trinkers. Kanu fahren, kann noch fahren,
und Eishockey. Alles okay. Ach so, das muss ich natürlich lernen. Kanufahren und Eishockey. Den Witz kannte ich in der Tat noch nicht. Das liegt vielleicht daran, dass ich nicht vom Dorf komme. Vielen Dank auf jeden Fall für die 5 Bier, Herr Valhalla. Skoll. Es ist ja. Zum Glück habe ich meine Survival-Hose an. Junge, mit 200 Euro Pfand, Alter, da hättest du zweimal gewonnen im Tintling. Junge, als ob das Schwein nicht bei dir vorbeigefahren ist. Das ist eine Schande, wirklich. Das ist am übelsten. Junge, das Hörnchen. Das ist übelst. Brudi, hast du Pfand für uns? Ich glaube nicht. Das ist echt niedlich. Junge, hier kommt Alex, leider das. Aber uns nicht. Also Eichhörnchen sind schon sehr, sehr niedliche Kreaturen. Das ist eine der engsten heimischen Tierarten überhaupt, was Säugetiere angeht, ja. Dicht gefolgt vom Igel. Also wir sollten eigentlich Pfand suchen, das Film, aber irgendwie... Jetzt machen wir halt doch einen Discovery-Channel raus. Ja, in diesem Sinne. Oh, ein wilder Rentner. Hey, ich habe noch nie Handschuhe getragen beim Pfandsammeln, noch nie. Ich bin da komplett schmerzfrei, was sowas angeht. Ach du Heimatland! Psychose. Alter. Unser größter Pfandbon, das waren 260 Euro. Mal. Habt ihr den noch? Also den Pfandbon haben wir noch, aber leider nicht mehr. Schade. Den hätten wir so gerne abgegeben. Also eigentlich? Ja, wir dürfen uns ein bisschen bedienen, das ist sehr ehrenwert. Ja, ich würde mich ans Plastik wagen. Macht einfach mal. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich hatte das verfilmt. Alter. So, und das nächste Nest wurde gefunden. Schaut dort gehen raus an die TU. Vielen Dank für euch. Und ein Hector Panzer. Kein Statement. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, auf dem Campus der Technischen Universität Pfand zu sammeln. Das ist so absurd, keine Ahnung. Es ist ja noch halb voll. Oh, nicht mal auslaufen können die. Kein Wunder, dass sie hier 30 Semester brauchen. Ich, dieses arbeitslose Studentenpack säuft das Sternburg auf Bänken, das ist wirklich schlimmer als alles andere. Das ist wirklich der Bodensatz der Gesellschaft. Ja, scheiß drauf, Digi. Oh, nee, ist auch noch halb voll. Stimmt, der Schändler hätte das jetzt alles ausgesoffen. Junge, das. Das freut mich. Das ist so widerwärtig. Dass der Seib die Flasche mit der Öffnung nach unten in den Beutel macht, macht mich krank. Dafür hätte er vielleicht doch mal studieren sollen, ja. Boah, wir haben auf jeden Fall. Da liegt doch noch eine? Ja. Beim Bockbieranstich war diesen Mittwoch ziemlich schlechtes Wetter und die haben Fremdgetränke jetzt komplett von dem Gelände verbannt. Also jedenfalls stand das irgendwie in der Hausordnung. Deswegen sind wir dieses Jahr auch nicht vorbeigekommen, um zu sammeln. Ja. Ich geh mal kurz die Mülltonne abgrasen. Also wie ich schon sagte, es fühlt sich halt wirklich an wie 2017, 18, wo ich mit Max, hier ist Ketchup drin, hier sind Haare drin. Alter, das ist wirklich, das ist nichts. Wir sind ungefähr schon bei 5 Kilometern, das ist auch nichts. Nein. Ha, schade. So, jetzt wird natürlich standesgemäß von dem Herrn noch einer aufgeknackt. Man muss ja seinem eigenen Glück auch mal selbst helfen. Oder wie sagt man? Ich habe keine Ahnung. Aber warte. Ah. Ja. Ja. Auf unseren Sieg und Kamils Verlust. Ich finde das so schön, wie beide Auto fahren und einfach weiter saufen. Das ist der verdammte Lifestyle. Oh, willkommen zurück. Frau Winkler. Das nächste Beten hat sich gelohnt. Danke fürs Duar. Ah, ja, das gute Gotteshaus. Danke dem Herrn. Wo Bier getrunken wird, im Biergarten, da muss es auch Gefäße geben, aus denen Bier getrunken wird. Ich bezweifle, dass das Pfandflaschen sein werden, aber man kann ja trotzdem mal hier ringsherum alles abgrasen, weil die Leute sehen auf jeden Fall sehr sauflustig aus. Und das ist gut für uns, denn Sauflust reduziert die Motivation, den Pfand zurückzubringen. Ich hätte doch trotzdem nicht gesammelt. Wie gesagt, nur Bierflaschen,
Die Leute trinken dort nur Sekt und so eine Kacke und die Konkurrenz ist auch zu groß. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber... Kriegst du den noch weg? Ja, krieg ich auf jeden Fall. Okay, na dann nimm die. Aber mit denen kriegen wir halt nicht einen Sieg. Dann gönn dir erstmal deinen Hack, es gibt da noch genug. Gut, so, für alle, die hinter dem Mond leben sollten, ich habe mich mit dem Herrn Schender verbündet, weil gemeinsam sind wir stark und ich habe den Mann damit gelockt, dass ich einerseits dem Garmel den Sieg auf keinen Fall gönne und andererseits er von einem möglichen Preisgeld 60% kriegt und ich 40%, einzig und allein, weil er der Schender ist und weil ich aus arbeitstechnischen Gründen eher los muss. Also angenommen, wir hätten jetzt hier 7 Dinge mitnehmen dürfen, wie bei Seven vs. Wild. Was hättest du denn genommen? 7 Pfandflaschen. Das ist gut. Ja, auch wenn ich jetzt noch nicht so viel gesammelt habe, merke ich, wieder nicht vorhandene Ja, der August nützt doch Handschuhe. Bizeps leidet und die Taktik ist auf jeden Fall, sobald ich genug habe und nicht mehr tragen kann, werde ich mich als erstes von den Glasflaschen trennen, denn im Vergleich zu einer Plastikflasche ist eine Glasflasche bekanntlichermaßen weniger als ein Drittel des Pfandwertes wert und außerdem ungefähr 10-mal so schwer. Und da ich für einen anständigen und gerechten Wettkampf stehe, habe ich natürlich auch passend dazu die perfekte Hose angezogen. Ja, die WM-Hose 2022 aus Katar, die ich mal für 2 Euro erworben habe. Das soll mir Glück bringen. Die Handschuhe müssen natürlich dann auch abgewischt werden an der eigenen Kleidung. Das ist Effizienz. Also wir sind gerade etwas demotiviert. Dirk Nowitzki, danke für die Frage, aber die werde ich dir nicht beantworten, sorry. Wir haben eine kleine Krisenstabssitzung gehalten, denn wir haben so hochgerechnet, wenn wir jetzt... Du hast mir einfach nur das komplette Projekt schlecht geredet. Ja, das stimmt auch. Aber ich habe trotzdem Bock, ich lasse mich von dir nicht beeinflussen. Ne, ich habe auch ja, Bock. Du hast Fakten getroppt, wir haben schlechte Chancen, aber für mich sind die Prioritäten anders. Die Prioritäten liegen ja darin... Affenpo, Alter, das. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was meine Priorität ist. Ein gutes Video zu produzieren, einfach die Leute zu unterhalten und ehrlich zu sein vor allen Dingen. Nee, wir wollten heute Pokémon Go spielen, jetzt gehen wir mal Panzer rein. Ja, das ist auch geil. Gehört, wenn man zu Nord zuerst geht, verdoppelt sich die bisher gesammelte Pfandmenge. Naja, deswegen habe ich es halt getan. Einmal gab es Kartoffelecken mit Knoblauchsoße zu Ehren einer ja, sehr kritisch spektakulären Frau und dann noch dieses Thunfisch-Baguette. Oh, mega geil. Also bei mir gibt's Nudeln mit Tomatensauce und Thunfisch. Erzähl mir mehr. Oh. Genau sowas will ich sehen, Alter. Einsatz, Effizienz. Ah. Das hat sich trotzdem gelohnt. Also ich sehe hier eine Bierflasche und da unten ist noch so ein grüner Red Bull, glaube ich. Hallo, Junge. Geil. Ja, zwar sammeln wir hier leer gut, aber wenn ich scheißen muss, geht's mir danach besonders leer gut. Ach, Alter, der war so scheiße. Weiter geht's. Die unsympathischste Erinnerung, die hochkommt, wenn du hier dran denkst. Das habe ich übrigens dreifaches Hausverbot. Ich habe mich mit jedem der ehemaligen Betreiber mal in Handgreiflichkeiten verwickelt. Und bereue nichts. Die habe ich mir alle versoffen. So. Ich war ja jedes Mal sowas von besoffen in mir, in der Maiva. Aber ich denke mal, ausgeführt ist. Ich würde sagen, wir teilen. Die Flasche für dich, die Rose für deine Frau. Das Ding ist, wir müssen das ja austrinken. Ach so, echt? Ich glaube. Das kriegt aber aufs Mal. Das kriegt das aufs Mal. Echt? Nee. Der ist so dumm. Ja, also ich bin jedenfalls inzwischen zu der Erkenntnis gekommen, dass egal wie viel wir sammeln werden, die Schweine, die gewinnen mit ihren Autos und ihren Lagern. Nächster Shot fürs Trinkspiel. Schmecken lassen. An diese Plündern. Nein, die gar nicht gewinnen, wir schaffen das. Habt ihr es gehört? Hör mal jetzt auf, okay. So eine Scheiße zu reden. Okay. Wir schaffen das. Das heißt also, wir werden... Junge, wir werden mehr als einen Kofferraum hier zusammensammeln. Das heißt also, wir werden mehr wegtragen auf einmal, als die in einen LKW kriegen. Natürlich, Junge, was für LKW, Alter. Ich bin ein fahrender LKW auf 2 Beinen. Ja. Entschuldigung, kriege ich Ihre Pfandflasche da? Ich mache bei 7 vs. Pfand mit. Ich gebe Ihnen auch... Zero Black, ich finde es sehr schade, dass du schon ins Bett gehst, aber gute Nacht.
Auch von mir aus 50 Cent. Ich trinke die Flasche auch aus. Ja, scheiße. Nee, ja, fuck. Der Herr Schender bietet wirklich die beste Qualität. Er hat mir die besten Aufnahmen gegeben. Danke nochmal dafür. Mann, scheiße, das eignet sich mir doch. Ja, die Gesellschaft ist nur teilweise kompatibel mit meinem Stress, aber ist egal. Die hat absolut nicht verstanden, wo ich hier bin. Die Leute verstehen nicht, dass es hier wirklich eine große Nummer ist. Seven vs. Fund. Nee. Ach, scheiße. Egal. Fuck. Der Mann ist auch schmerzfrei. Der wühlt genau wie ich immer mit bloßen Händen im Müll. Das ist halt einfach so. Die wäscht man sich danach. Und gut ist, dieses Gejammer, Alter, mit Handschuhen. Sorry, Alter. Oh, meine Güte, selbst wenn man mal eine Glasscherbe fest oder so, man wird es schon überleben. Willst du mit? Das sind Blumen. Man muss dreist sein, wenn man Geld haben will. Das wollte ich sehen, genau sowas. So, zwei weitere Flaschen Grapefruit. Was ist denn dort los? Ein Junggesellenabschied? Naja, man sollte sich mit einer Pfandflasche entjungfern lassen, definitiv. Also egal, wo die Pfandflasche da drin steckt. Das Wie der Mann einen Zusammenhang zwischen einem Junggesellenabschied und einer Entjungferung herstellt, das ist wirklich verblüffend. Also, ja. Krass. Denkt der Mann, dass man da feiert, wenn man seine Jungfreiheit verliert? Also, ja, ich wollte es nur mal ansprechen. Ich brauch verfickten Dosenpfand, ne? Diese Vorstellung. Wir werden jetzt hier mal auf den Platz gehen. Ich habe am meisten Auges im Schlepptau. Ich weiß aber nicht genau, ob ich die Sau jetzt überhaupt so filmen darf oder lasse ich es einfach. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass der Auges mir immer am Nacken sitzt. Auf meinen Schultern. Auf mir drauf. Warte mal. Das ist auch eine meiner Lieblingsszenen im gesamten Projekt. Ja. Oh, Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Da ist ein Haufen Pfand. Asiatische Kultur. Aber. Ja. Scheiße, ich weiß auch nicht. Kann ich mir ein bisschen Pfand haben? Kriege ich ein bisschen Pfand? Scheiße, ich hab. Nee, um Gottes Willen, die Sozialphobie. Ich hab übelst Angst vor Junggesellenabschieden. Wir müssen weiter. Ich probiere es jetzt nochmal. Sorry, wollt ihr zu welchem bisschen Pfand loswerden? Ich sammle hier gerade Pfand. Ach so. Das ist so geil, Alter. Wir haben gerade kein Pfand. Während der Mann einfach neben diesem Korb steht mit diesen leeren Dosen, das ist. Ich habe mir so eingeschissen beim Schneiden, Alter. Das ist so unfassbar geil. Okay. Scheiße, Mann. Natürlich war der Pfand, der hat mir dreist in die Fresse gelogen, Alter. Oh, scheiße. Junge. Ich hätte es einfach lassen sollen. Mann! Ja, wenigstens die Hand vom Meister Fotze kann ich filmen. Das haben wir hier schon gesammelt. Also das wird natürlich zusammengelegt. Also einiges. Im Zwinger war einiges vorhanden und bei den Mülleimern war tatsächlich relativ viel mit der Person. Ja, da will ich irgendwann drin landen, aber bis dahin wird erstmal Pfand gesammelt. Nicht nur bei Seven vs. Wild, denn wenn die Zeiten hart werden. Dann, also ich habe da quasi wie so einen geheimen Clan, aber das wäre dann zu viel für dieses Projekt hier. Und zwar den Pfandsammelclan. Der nennt sich die Pfand Angels. Und ihr könnt euch schon mal für die Zone gerade machen, all die schmutzigen, fettgefressenen Moderatoren-Schweine. Und ja, da werden krumme Dinger in Sachen Pfand gedreht und so. Das ist schon eine krasse Nummer, aber. Attila, das. Damit kann man halt überleben, ne? Also hätte ich die Pfand Angels nicht, dann wäre ich wirklich schon verhungert oder verdurstet. Ganz, ganz sicher. Aber wenn ich weiter mit denen zu tun habe, dann lande ich halt irgendwann aber auch im Knast. Den Hoodie, den ich an der Pipsel nicht mehr. Man weiß es nicht. Warte mal, gibt es hier eine Cremepfand? Also die Antwort lautet, natürlich habe ich ihn aus der Fanpost, ja. Nee, oder? Kann man die noch abgeben? Ich weiß nicht. Ach, scheiße. Ich nehme die einfach mit. So. Industrierüssel? Meine Oma stinkt nach Fisch. Also das Klangspiel ist leer. Wir sind jetzt hier angekommen. Ja gut, ich meine, ich habe ja jetzt quasi den Fans die Aufgabe gestellt, innerhalb von kürzester Zeit hier anzutanzen und Pfand mitzubringen. Einige werden es hinterfragen, einige, die werden sich denken, okay, was geht denn hier ab? So, ich habe da,
Nee, du trägst. Ach so, wir sind ja ein Team. Gut, okay. So. Dort sind auch noch Paulaner. Geil. Okay, das ist gut. Ja, der Max hat gesagt, 10 bis 15 Minuten Material. Aber wenn ich richtig... Der Schender hat mindestens 35 Minuten insgesamt eingereicht. Der macht mich so alle. Wenn ich in Fahrt komme, dann kann das schon mal ein bisschen mehr werden. Müssen wir mal gucken, wie ich hier in Fahrt komme. Der Beutel wird schwerer. Wir haben überlegt, den ganzen Pfand dann in eine Zwischenstation zu bringen. Schokopapi, ich liebe dich. Geil. Und die Zwischenstation ist quasi ein Keller. Wir verstehen uns. Und da werden wir dann auch die Fans gefangen halten, die dann hier ankommen. Die werden dann nämlich den Pfand behüten. Ja, weil ich muss hier auf alles vorbereitet sein. Ich bin paranoid wie Sau. Ja, die ersten Fans sind da. Das sind aber genau die Leute, die ich vorhin so eine Flasche angebettet habe. Wir sitzen aus. Habt ihr mittlerweile was gesammelt? Ich wünsche dir immer noch einen Sonnenbrand, auch wenn es windet. Scheiße, fuck. Leute. Entschuldigung, Pfandflasche? Pfandflasche? Ja. Diese Szene macht mich auch so krank. Die muss ich austrinken, die darf man nie auskippen. Aber ja, darf ich austrinken? Ja, okay, ja, alles klar. Vielen Dank. Geil. Der bettelt diesem Mann ja wirklich eine Flasche ab, wo noch was drin ist, mit den Worten, darf ich austrinken. Das ist so geil. Das ist so radikal. Und Bollo, das. Okay, gut. Ich muss jetzt. Das war ein Inder, ich werde jetzt die Cola aussaufen müssen. Das war ein Inder, ich werde jetzt die Cola aussaufen müssen. Warte, einfach kurz. Also, füllen wir in die Richtung. Scheiße, das wird jetzt widerlich. Ich bin da sehr phobisch, aber egal. So. Germophobisch. Nein, die ist hier ausgelaufen. Scheiße, der Deckel war nicht drauf. Oh fuck. Scheiße. Jetzt ist das alles verklebt. Es macht mich so geil, auch weil es keine Cola Zero ist, sondern normale mit Zucker. Das ist da alles reingelaufen, das ist so ekelhaft. Das dürft ihr nicht nachmachen. Es wird jetzt ein bisschen krass. Das ist ein Glockenspiel. Man soll es ja trotzdem nicht auskippen. Das heißt, ich werde jetzt etwas ausschlürfen müssen. Ja, okay. Es geht hier um Seven. Wie die Freundin von ihm einfach so sagt, oh nein. Weil die sich so denkt, ja, diesen Mann küsse ich heute Abend noch. Ja. Ist so geil. Das ist Pfand. Das muss kranke Scheiße werden, okay? Ja, das Glockenspiel ertönt und es sind bisher noch keine Fans aufgetaucht. Ich denke mal, das ist... Ein Tanzverbot, ja! Ja, das... Ey, ich freue mich auf heute Abend. Hab dich lieb. Oh. Ich hoffe, du kommst dann mal im Hotel vorbei. Wir gehen zusammen in den Pool. Bring die Badehose mit. Das ist das Zeichen, dass wir weiterziehen sollten. Wir werden dann später nochmal vorbeischauen. Vielleicht steht hier eine Meute mit Pfand, aber das ist nur eine Traumvorstellung. Nimm ich einlädst. Ja, aber selbstverständlich. Brudi. Ich sag's. Wieso? Was ist das für ein Aufkleber? Entschuldigung, kriege ich die Pfanddose? Wir sind ganz einfach. Oh ja, vielen Dank. Sehr fein. Okay. Ja, es ist sehr warm und ich denke mal, wir haben hier, ich weiß auch nicht, ich bin halt nüchtern, das ist ja eigentlich die Hauptschwierigkeit an der ganzen Sache. Ich habe mir gedacht, ey, heute nie besoffen, nie bekifft, sondern einfach nur nüchtern Pfand sammeln. Aber ich muss echt sagen, das Leben eines Pfandsammlers, das kann schwierig sein. Die Leute machen mich wirklich so wahnsinnig. Beim einen ist die ganze Zeit Wind, beim anderen ist die ganze Zeit Geklapper im Hintergrund, beim anderen ist hält das Mikrofon zu, wie die Leute wirklich nicht mal eine Minute sich irgendwo hinsetzen können in einen entspannten Platz, wo kein Wind ist, keine Geräusche sind.
Und mal kurz was sagen, das macht mich wirklich unfassbar krank. Ja, I doubt it übrigens, danke für den Prime. Der Mann mit meinen Benüchtern nicht Alkohol, sondern Ott. Also der Mann, der kifft jeden Tag, aber an dem Tag halt noch nicht. Die Summe am meisten halt, weil, ja, von den... Was ist los? Habt ihr kurz eine Minute? Ich würde gerne was Balance fressen. Ach, fick dich. Ich liebe den Schänder aber auch so. Habt ihr kurz eine Minute? Ich würde gerne was bei Nordsee fressen. Ah, fick dich! Ich liebe den Schänder. Das ist auch genau der perfekte Partner fürs Team, für den August. Die passen so perfekt zusammen, was das angeht. Feinstes Nasenspray. Ja? Ja. Möchtest du mit Fans zusammenkommen? Sorry. Okay, macht nichts. Alles cool. Ja. Ja, der Meister August. Junge, hier waren so viele Szenen von diesem Scheißhaus, wo der irgendwie gefilmt hat, wie er dann rausgeht und sich die Hände wascht. Ja, ich hab's jetzt nie mit reingeschnitten alles. Ich dachte mir nur so, was soll denn das? Der Mann macht mich so fertig. Ja, mit... Oh. Während, also... Ich weiß auch nicht, was gerade los ist. Ich hab mich jetzt erstmal hier aus Scheißhaus zurückgezogen, weil... Weil ich auf jeden Fall abwursten muss. Ja, Max, ich glaube, du hast irgendeinen Masterplan im Gepäck. Also wenn du mit Milky kooperierst, dann kann das ja nur bei rumkommen. Und es Trinkspiel. Deswegen, ich genieße jetzt wirklich das Essen, weil ich genau weiß, dass du uns alle ficken wirst. Ich weiß zwar nicht, wie du es machen wirst. Natürlich ist das nass, ich bin Pfandsammler. So, mühsam. Dann ernährt sich der Pfandmann. Ja. Also ich muss echt sagen, ja, die Laune ist jetzt quasi diese Flasche hier. Und zwar fühle ich mich so, als hätte man mich, ach, ich weiß auch nicht, du bummst mich hier zu mit irgendwelchen wilden Theorien über die anderen, wie die das sonst wie schaffen und so. Ich muss ehrlich sagen, du ziehst mich damit runter und du fuckst mich ab. Aber du bist trotzdem ein Gehilfe und deswegen kann ich dich jetzt hier nicht einfach stehen lassen. Ja, weiter geht's. Ja, die haben sich ja gerade Softice bestellt. Dieser Real Talk, Alter. Ich werde... Malzmeister hat benutzt at permitted term Brüste. Ja, kriegen das nicht mit, oder? Einfach hier nehmen. Ich nehme kein Eis. Ich muss mal kurz mein Tattoo eincremen, das habe ich noch gar nicht gemacht. So, wir sind jetzt offiziell in der Neustadt angekommen. Mal gucken, was hier auf uns lauert. Die Motivation ist auf jeden Fall noch da. Ja, also, wir sind jetzt schon hier 2 Stunden dabei. Und ja, alles cool. Alles cool. Ach so, man darf es. Scheiße, man darf es ja nicht ausschütten. Hier ist noch was drin. Es ist übrigens wirklich echt. Also ich habe hier ganz... Fuck, wer wird denn das trinken? Natürlich darfst du die Reste da ausschütten, wenn du irgendwo eine Flasche findest und eine Soße. Du darfst keine vollen Flaschen im Laden kaufen, also so Sixpack-weise oder kästenweise, und dann den Inhalt einfach nur irgendwo vergeuden und dann die leeren Flaschen abgeben. So habe ich das gemeint. Der Mann macht mich wirklich alle. Am besten alles austrinken. Ja, geil. Super Regel. Meister August, trink das mal bitte aus. Das mach ich auch. Na komm, zeig jetzt mal Einsatz. Zeig jetzt mal Einsatz. Los. Zeig Einsatz. Es zählt sonst nicht. Der Schänder will nicht gerade nötigen, eine Cola zu bringen. Natürlich muss ich. Ja. Wir haben was zu gewinnen. Na los. Zeig Motivation. Alter. So. Aber ich glaube, das... Anonymous, das... Ich höre sie, ja. Du kannst die bei dir einpacken, aber das geht dann auf deine Kappe. Ich distanziere mich davon. Eine Flasche Summersby. Die übrigens keinen Pfand hat. Ja, die Motivation steigt. Es sind zwar größtenteils nur Glasflaschen, aber mein Gott, die Neustadt ist hakelig. Das freut mich, jawohl. So, wir schleppen hier wirklich einiges mittlerweile rum. Meine rechte Schulter tut weh, aber
Im Endeffekt geht es nur darum, wer nuckelt mir am rechten großen Zeh. Okay, das wird leer. Mensch. Hunde, die nicht bellen. Nein, keine Hunde, muss ich sagen. Entschuldigung, kennt ihr ein gutes Pfandversteck? Er ist Lieferantenfahrer. Wo findet man viel Pfand? Ihr beliefert doch viele. An Deutsch? Ja, ich weiß schon, aber. where hiding people the most glass pfand? Where hiding people the most glass pfand? Und Bollo, das auch. do you know a place? A secret place? A Sorry, we don't okay. know. We are new yes. here. Okay, okay. Sorry. I love you. Vielen Dank fürs Anschauen der zwei. Gut, den Rest können wir uns sparen. Das ist eher nur für die YouTube-Zuschauer. Junge. Geisteskranker Maivis. Nee. Danke, Tamasch. Das ist wirklich sehr nett, diese Aufklärung. So, habt ihr noch irgendwelche Fragen oder Kommentare zur zweiten Episode, bevor wir hier exklusiv als Weltpremiere vor allen anderen, da die Episode ja erst 13 Uhr heute online kommt, die dritte Folge anschauen? Halt den Maul! Junge, das! Junge, you can't stream my stream in your stream, man! Junge, das, ach Junge, verdammter Klassiker, Alter, grüße ich mal raus an dieser Stelle an Bonne Klings. Morgen wird gespoilert. Ah ja, stimmt, jeder, der jetzt zuschaut, kann seinen ganzen Freunden schon mal dann spoilern, ja? Nee, mach das nicht, das ist echt, ist nie in Ordnung. Ist nie in Ordnung. Gut, dann. Seid gegrüßt! Legen wir jetzt hier gleich mal los. Und zwar mit Folge 3 von 3, die Abgabe. Da haben wir nochmal 41 Minuten. Ich wünsche viel Spaß. Flatulator, da bist du schneller weg, als du kacken kannst. Hätte jetzt der Herr Winkler gesagt, nee, gönn dir. Guckt sie Ecken an. Seid gegrüßt und willkommen zum letzten Teil von Seven vs. Fund. Jetzt wird sich entscheiden, wie viel Geld ich verliere, beziehungsweise die anderen gewinnen. Und ich kenne schon einige Ergebnisse, aber nicht alle. Und ich ja, glaube, es sieht nicht so gut aus für mich. Naja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der letzten Folge. Daumen hoch, abonnieren, wenn ihr Bock habt. Das war das Intro und jetzt kommt nicht WhatsApp, aber Seven vs. Fund. Kennt ihr das eigentlich noch? Barry, das ist mein Name auf Knuddels. Kannst du den bitte hier nicht liegen? Wir können uns erstmal Zeit lassen. Am Automat ist gerade erstmal voll. Hier wurde gerade der Service gerufen von dem anderen Kunden. Ja, Zeit lassen. Leute, hier ist Schwein. Herrlich. Das Ding nehme ich dir ab, Kasten. Das ist schon einiges, ja, doch. Ja, deswegen, mit zwei Wochen war das schon. Das ist nicht so viel. Ich habe mich so überschätzt. Der hat schon eine Störung, der ist frei. Und ich beginne jetzt mit der Abgabe. Der erste Kasten wird in dieser Sekunde eingeführt. Und es geht los. Ich bin ja gespannt. Ich habe jetzt geschätzt zu 85 bis 90 Euro insgesamt. Wenn ich das jetzt im Nachhinein höre, 85 bis 90 Euro, muss ich leider lachen. Also, naja. Was schätzt ihr, was das ist? Schreibt mal die Zahl rein. Was schätzt ihr, was das hier ist? Ah, Schokopapi ist verdammt nah dran. Ist ein bisschen hoch angesetzt, oder? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Nein! Das ist jetzt schon wieder das Problem. Oh, was ist denn hier? Kannst du bitte mal gucken, ob irgendwie Fremdkörper sind? Es geht schon der Wahnsinn los. Ja, verrückt.
Wir sind schon mal bei 13,20. Ich denke mal, den letzten machen wir nie. Okay, es hat gerade das erste Mal abgebrochen. Ich weiß, dass euch das gefällt. Ich weiß, dass ihr jetzt am Wichsen seid. Gönnt euch. Ja. Ja? Scheiße. 19,80 Euro. Ich weiß das. Jetzt kann man keine Kästen mehr abgeben. Ich muss jetzt kotzen. Du bist hier und löst mir um. Ja. Der Vater besorgt, dass er das Lehrgut nie wieder mitnehmen muss. Ich scheiße mir ein. Wirklich. Oh nein. Oh nein. Okay, dann mache ich jetzt hier erstmal mit den anderen Zeug weiter. Ja, ach du Scheiße. Möchtest du mal reinschauen? Ja, bitte. Oh nee, das kann nicht wahr sein. Jetzt mal bitte mit den Kästen, aber ich mache jetzt erstmal mit dem anderen Kästchen hier weiter. Das ist eine Scheiße. Das ist eine richtig, richtig große Kacke. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Dieser Mist kann mir jetzt sehr, sehr, sehr teuer zu stehen kommen. Ach du Scheiße. Oh, das ist nicht gut. Der Hochmut war wohl zu groß. Warum bist du heute so leise? Deswegen bin ich früh immer so nahe gekommen, weil du so extrem leise geredet hast. Ja, weil ich dich überlege. So ist es entstanden, wie du nicht so nah, weil der Vater immer so leise redet. Deswegen bin ich immer so extrem nah angekommen. Ach, Mann, ey. Wie heißt denn eigentlich diese Flasche gerade registriert? Die, achtet mal auf die Müllermilchflasche. Die ist ja durchgekommen. Immer so extrem nah angekommen. Wie? Ach Mann, ey. Geisteskrank. Scheiße, das kotzt mich an. Fick die Schuppenkotten. So, wir sind jetzt drüben über dem ersten Gong. Im Prinzip alles, was jetzt hier drauf kommt, ist dann meine Einreichung. Scheiße, das regt mich auf. Wir wären jetzt schon bei 40 Euro. Das tut gerade wirklich richtig, richtig weh. Ich habe auch drüber gescherzt und jetzt ist es Realität geworden. Das ist... War das gerade im Video oder? Und jetzt ist es Realität geworden. Das ist. Also wirklich grau. Alter, das klang gerade, als hätte jemand. Hätte jemand eine Schrankwand umgeschmissen in meiner Bude. Sorry. Alter. Das. Alter! Junge! Grausam. Das ist wirklich grausam. Das ist scheinbar schlechtes Karma. Ich habe zu viel Blödsinn gemacht. Ja, das ist die Klingel, die verwünscht die ganze Wohnung, die da oben hängt. So, wir sind über 30. Das ist ja schon mal eine Zahl, mit der man langsam sich nicht mehr so verstecken muss. Trotzdem ist es schmerzhaft zu realisieren, dass wir jetzt eigentlich schon über 50 wären. Das hier ist die letzte Flasche von mir. Den Rest nimmt er nicht an. Den Kasten einzeln nimmt er leider auch nicht an. So, das ist natürlich schade. Die ganzen Flaschen einzeln hat er genommen. Naja. 46,25 ist jetzt mein finales Dings. Na gut, das tut wirklich weh, weil man nämlich, wenn man. Ja, das sind 66,05 Euro. Oder? Ja. Und das schmerzt. Das ist schmerzt, definitiv. Hey, was wolltest du? Die Umfrage ist weg, bevor ich sie überhaupt selbst gesehen habe. Danke. Ja, fickt euch. Die Mods sind absolute Schwanzlutscher. Beides zusammen habe ich nicht. Das ist ein bisschen Flower Tricks, das ist ein guter Mann. Ja, mal. Ich verblöde 56. Für über 66 Euro wären es normalerweise gewesen. So sind es leider, wie Gottes, nur 46,25. Ich habe mich natürlich maßlos überschätzt das mit fast 90. Das. Ja, das lang. Wie viel Geld ist jetzt? 46, das ist nie viel. Alles zusammen? Also alles ist 66. Ja, das, ja. Aber 46 ist nicht genug. Ich bin so alt, wie ich bin. Ich glaube, ich habe alles verloren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in der Top 3 bin. Na, die müssen aber... Nicht so leise, bitte.
66 Euro. Nee, 46. Ja, eben, das ist ja nie viel. 20. Guck, brauchen wir ja nicht mehr. Also, mein Ergebnis liegt natürlich jetzt deutlich unter den Erwartungen. Aber mal schauen. Es muss erstmal jemand von den anderen schaffen, einen Bon aus dem Automaten rauszudrücken, über 46 Euro. Ich habe eigentlich 90 ungefähr geschätzt. Da wäre ich relativ siegessicher gewesen, so, aber vielleicht unterschätze ich auch das Ganze. Die Motivation der Leute wird sicherlich ziemlich groß sein. Jetzt habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Muffensausen, dass ich hier sehr viel verliere. Naja, egal, dafür habe ich jetzt schon Feierabend und es geht grillen mit der Familie. Während die anderen noch in unfassbaren Mengen Pfand zusammenraffen. Ich bin wirklich gespannt, wie es bei denen gerade parallel hier läuft. Das ist leer? Ja klar, war ich gebrochen, Alter. Junge, der Bon kam einfach raus. Das hat mich richtig abgefuckt, Alter. Aber, Spoiler, an meiner Platzierung geändert. Oder warte mal. Hätte das was an meiner Platzierung geändert? Nee, hätte es nicht. Nee? Hätte nichts an meiner Platzierung geändert, wenn es bei mir nicht abgebrochen wäre. Ja, gut, Geld wurde gut investiert. Viel wichtiger ist, dass ich in der Zeit, wo die anderen gesammelt habe, gegrillt habe. Das ist viel wichtiger, als dass ich hunderte von Euro verliere. Feinsten gegrillt. Während die anderen höchstwahrscheinlich noch massiv am Schuften sind und mich bankrott machen. Das wird so viel Hass in den Kommentaren geben, aber die Fahne macht's wieder gut. Ist die Welt in Ordnung? Hier ist die Welt in Ordnung. Hier fängt die Fahne auch nicht nur bei der WM. Ich liebe diesen Garten meines Großonkels. Das ist die Welt wirklich noch flach. Wunderschön. Es geht doch nichts über so schön. Während der Gamel gerade eine Viertelstunde schweißgebadet versucht hat, die Leiter zu besteigen, lag das Entrecote schon auf dem Grill. Vollgepackten Grill mit Fleisch. Keine Schalen mit Fisch. Scheiß Käse. Also irgendeinem Drecks, Auberginen, Zucchini, Bullshit mit Paprika. Das ist ja grün Mist. Das hier, das ist geil. Das Tierleid schmeckt am besten. Fleisch ist schon eine feine Angelegenheit. So, die Challenge ist jetzt schon eine Weile vorbei. Wir haben schon. Das ist mein Großonkel. Der böse Onkel ist nicht mehr Teil der Familie in dem Sinne. Also, das erzähle ich immer mit Zocken. Die einen oder anderen hier was gespoilert. Ich bin sehr amüsiert. Ich bin noch am Sammeln. Du bist leider zu spät. Ob ich damit Chancen habe? Ja, das ist alles, was ich heute gesammelt habe. Hauptsache, es schmeckt. Geht doch erstmal zu Rewe vorbei noch. Okay. Hm. Da kriegst du das. Das ist manches ein ganzes. Fanny ist die ähnlich. Der Flower Tricks, die Frage ist, welcher nicht. Ich hab sogar eine volle gekriegt. Oh, das ist alles nicht gut. Ich hätte immer zwei leere Büchsen. Ich möchte jetzt halten. Ja, ich bin nämlich jetzt am Kaufland. Ich bin soweit durch. Das mit dem Clubbetreiber oder mit dem Partyveranstalter hat leider nicht geklappt. Einfach aus zeitlichen Gründen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Aber ich habe auf jeden Fall mein Bestes gegeben. Und Taktik war ja einfach nur, Leute zu fragen. Also erstmal alles, was man selber hat, zusammenzusammeln, das ist klar. Ich denke mal, da wird jeder auf 10 Euro gekommen sein. Und dann halt Leute zu fragen. Genau, ich werde jetzt auf jeden Fall noch die Bionaden holen, die mir zu einem vollen Kasten fehlen. Das mit dem Typi abquatschen. Und jetzt sollte es ja eigentlich nur das Ziel sein, dass Max möglichst nicht den ersten oder zweiten Platz belegt. Weil Trinkspiel. Das Handy hat er selbst zusammengebaut. Das würde ich einfach lustiger finden. Ich meine, der Mensch, der konnte sich auch darauf vorbereiten. Ich glaube, Max. Dieses deutsche Post-Outfit dazu, das macht mich so geil. Ich habe lustigerweise sogar genau dasselbe hier hängen. Das sind nämlich momentan immer zum Training. Es gibt einfach nichts Besseres. Die haben immer so hochwertige Arbeitskleidung teilweise. Das ist halt wirklich einfach nur so ein Mensch, der nimmt halt das, der hat relativ viele Getränke in seiner Wohnung. Ich denke mal, er wird einfach nur das abgegeben haben und das ist gut so 40, 50 Euro vielleicht, wenn es hochkommt. Und das soll ich auf jeden Fall drin haben. Da ein Kasten nicht ganz.
Hier kommt Alex. Nein! Was voll ist, gibt es jetzt 3 Flaschen Bionade. Mensch, ist hier viel los. Krass. Naja. So ein Schwachsinn, dass er sich jetzt 3 Flaschen Bionade reinsäuft. Das ist wirklich geistiger Sing. So, das ist jetzt natürlich ein herber Rückschlag. Der Lehrgutmitarbeiter vom Kaufland hat anscheinend Samstag um 19 Uhr Feierabend. Und ich muss jetzt einfach hoffen, dass der Lehrgutautomat so leer wie möglich ist. Also ansonsten habe ich natürlich Pech und diese Mühe war umsonst. Wenn man Freital ist und auch ein Freital abgibt und es kurz vor knapp ist, dann trifft man es natürlich auf die beiden. Ich muss mal gucken, wie kann ich jetzt hier die Kamera? Nee, geht nicht. Ja, jetzt ist eigentlich nur die Mission, besser als Max zu sein. Also, dass jedes Team besser als Max ist. Weil. Trinkspiel. Hey, Fortune, danke für deinen Raid und schönen Feierabend wünsche ich. Prost-Mahlzeit. Irgendwie ist uns das wichtiger als. Das Ding zu gewinnen. Also eigentlich muss Max nur, eigentlich, wir sind uns einig, eigentlich muss Max nur so viel Minus wie möglich machen. Darum geht's eigentlich. Das ist eigentlich, ja. Eigentlich ist Seven versus Kirk. Das Kamel muss dringend vernichtet werden. Ja. Kamel. Seven versus Kirk. So, und los geht's. Ich werde es für einen Teil abgeben und ich hoffe, ich werde dadurch gewinnen. Eine Chance. So, das war's jetzt auf jeden Fall. Ja, der Malzmeister, die Szene vom Seibt im Hintergrund, die kommt dann später nochmal. Also, die Alkoholiker können jetzt natürlich zweimal trinken, aber ja. Ich habe schon 2 Bons. Also, der Automat spinnt komplett. Bitter. So, leider. Aber noch nirgends hoch da. Ja, auf Gottes Willen, das ist so für. Oh, komplett. Jetzt haben wir das komplett verpasst hier nochmal. Gewinnen. Eine Chance. So, das war's jetzt auf jeden Fall für mich. Ich habe schon 2 Bon. Also der erste vom Chris ist 6,72 und der zweite ist 18,43. Also bei ihm hat es insgesamt 2-mal unfreiwillig abgebrochen. Absoluter Super-GAU, Alter. Also der Automat spinnt komplett. Bitter. So. Und sein Finale ist 29,42 Euro. Ey, ich liebe mich dafür, dass ich das als Faktor eingebracht habe, wer den höchsten Pfandbon abgibt, also gewinnt. Weil das ist so geil. Ich habe eigentlich gehofft, dass es gefühlt jeden Mal passiert, weil das macht das Ganze so spannend und noch viel lustiger. Aber naja. Leider. Aber noch nirgends hoch da. Ja, auf Gottes Willen, das ist so. Boogie, das. Ja. Naja, hätte auch mehr sein können. Das wären knapp. Über 50 auf jeden Fall. Wir waren jetzt nochmal einkaufen. Abschließend würde ich sagen, haben wir uns schon vorher ausgemacht, da unser König des Funs eigentlich nicht mit dabei sein kann, weil er leider arbeiten musste, geht unser Gewinn bzw. die Hälfte von die Hälfte unseres Gewinns, je nachdem wer gewonnen hat, an den Malte. Also falls die beiden Erster werden. Oder Zweiter geht die Hälfte an Malte. Falls ich Zweiter werde, geht auch die Hälfte an Malte. Und falls wir Erster und Zweiter werden, geht die Hälfte an Malte. Also es bleibt irgendwie dabei, egal was wir verdienen oder was wir gewinnen, die Hälfte. Falls wir nie gewinnen, kriegt Malte trotzdem die Hälfte, aber die Hälfte an Backpfeifen. Ja, genau. Das ist übrigens der Sergeant. Also für die, die es nicht wissen, Malte ist der Sergeant. Ja, das ist trotzdem ein Grund zu trinken. Ich fasse es nicht. Liebe und Solidarität unter den Menschen. Ich bin stolz auf euch, Jungs. Okay, also, falls einer von euch was gewinnt, geht die Hälfte an den Sergeant. Das könnte vielleicht sogar teuer werden, den einen oder anderen. Es gab zwar keine Pfandlawinen, aber mühsam ernährt sich auf jeden Fall das Eichhörnchen. Und dort das Beutelchen ist schon ganz gut gefüllt. Ich muss sagen, Schokopapi, das ist Quatsch. Der Chris und der Sergeant arbeiten nur in derselben Firma. Der Chris kann absolut nichts dafür, wenn der Sergeant arbeiten muss. Das nutze ich persönlich nur als Running Gag, weil ich es lustig finde. Der Schänder hat mich
zu neuer Energie gebracht und ohne ihn... Der August ist nur ganz kurz drin, die 2 Minuten schafft er schon. Wäre ich nicht die Person, die ich in dieser Sekunde bin. Ich bin kurz davor, dich auszupeitschen. Nein. Doch. Und ich bin kurz davor, dich anzubetteln, genau das zu tun. So, die Jagd ist für mich für heute beendet. Ich wünsche dem Schänder auf jeden Fall noch alles Gute und hoffe, dass er noch einige Tüten finden wird. Oder rauchen, wer weiß. Ich war heute eher so der kritische, analytische Realist. Herr Schänder hat heute mal wieder gezeigt, dass er ein motivierter, spektakulärer, ehrgeiziger Sportmann ist. Und ich würde es ihm wirklich gönnen, dass er das Ding heute mit nach Hause fährt. Und ich hoffe einfach nur, dass kein so ein dreckiger Betrüger heute den Pokal mitnimmt. Also wenn ich was an der Neustadt mag, dann... Das kann man fast schon... Also die Alkoholiker können jetzt einen Schluck trinken, wenn man es unbedingt möchte. Also, ja. Ach so, wir dürfen es ja nicht aus... Dürfen wir das jetzt eigentlich auskippen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir dürfen nichts kaufen und auskippen. Echt? Ja. Ach so. Ja, ja. Ach, da hätte... Oh, nee. Na, egal. Ja, dann ist ja alles cool. Ach, fuck. Na, egal. Komm, weiter. Ja, ja, schon gesehen. Aber es wird... Warte mal, ich zeige euch gleich mal den kompletten Beutel hier, aber so. Okay, wir machen Fortschritte. Wir machen definitiv Fortschritte. Ja, das ist heute auf jeden Fall Schultertraining, Rückentraining auf einem Arm. Wir müssen auf jeden Fall erstmal. Ich kenne den August überhaupt nicht. Ein Keller. Und Malzmeister, bitte keine Fakten löschen. Die Scheiße zwischenlagern und dann geht's nochmal in die Neustadt. Dann, so. Das ist auch geil hier. Thrasher, 13 Uhr heute. Hier noch was drin? Nee. Entschuldigung, habt ihr ein bisschen Fun für mich über? Ich kämpfe um meine Existenz. Nee, das ist eine Flasche. Eine leere Wasserflasche. Das ist keine Pfand. Das ist kein Pfand. Pfand. Na, wenigstens so eine. Naja, was heißt Ehrenmann, dass er das ohne Auto macht? Pfand sammeln mit Auto ist ja aber auch völlig sinnlos. Also Auto macht ja nur Sinn, wenn du das Leergut bei so Freunden abholst oder bei den Fans abholen wirst. Aber das Auto ist ja keine Hilfe beim Sammeln. Also das ist ja eher gerade an einem Samstag in der Stadt ein Hindernis. Also ja, das ja gut, okay. Ich habe auch noch eine Flasche drin stehen. Oh! Ach, mal eben. Oh. Warte mal, August. Ja, ja. Oh. Am effektivsten ist da halt wirklich schlicht und ergreifend so ein Bollerwagen, was das angeht. Also für das klassische Sammeln. Der ist leider am Männertag draufgegangen. Genau wie mein Opa. Vielen Dank. Raus hier. Cool, das sind Fakten. So. Oh, perfekt. Im Maul des Esels. Sieht hier aus, ne? Nur eine miese Sektbulle. Ja, also hier passt bei dir noch was rein. Ja, ich bin wirklich überladen, so gut wie. Die muss auch noch rein. Aber pass mal auf, da unten diese eine Flasche, nicht, dass die Kacke hier durchreißt. Nee, gut. So. Wir werden ein wenig Meister August. Wir haben jetzt den Blödsinn hier erstmal abgestellt. Meister August macht jetzt los. Ich danke dir für diese. Mein Nacken. Ich danke dir für diese Motivation. Ich werde mir merken, egal was ist, wir werden gewinnen, auch wenn das Preisgeld nicht bei uns landet. Bei mir hat sich mittlerweile so ein Krampf ausgelöst. Jetzt muss ich dann den linken Arm benutzen. Also, ich muss das Handy jetzt auch mit der linken. Krank. Naja, Körpereinsatz. Was denkst du, erster oder zweiter? Erster. So, jetzt gibt's erstmal ein bisschen Voltaren-Salbe. Ich habe mir auch gerade den Rhein gerendert und es geht gleich wieder los. Ja. Oh ja. Torben Bruns. So, jetzt geht's hier weiter. Ich habe mir ihn reingerendert.
Aber das bedeutet jetzt natürlich nur was etwas Positives. Ja, ich habe gerade Gedanken darum, darüber, wie lange ich jetzt schon filme. Also ich. Oh, es geht nicht. Oh, das läuft ja. Okay. Ja, der pumpt den Bass. Ja, worüber wollte ich jetzt reden? Ja, ich habe eigentlich keine Ahnung. Oh, Scoopin. Torben Bruns. So. Naja, also ich habe auf jeden Fall eine Mission. Und die Mission lautet... Scoopin. Ich musste da so viel Schmutz wegschneiden, ach, das ist so geil. So völlig Haie, Mann, am Sammeln, das macht mich wirklich glücklich. Torben Bruns. Torben Bruns. So. Im Gedenken an Torben Bruns mache ich das Ganze hier. Ich habe in Wahrheit gar keine Mission, ich mache das einfach nur, um Torben Bruns zu huldigen. Schokopapi, wartet erstmal ab, was der Gamel macht. Wir haben hier noch 2/3 des Videos. Ja, ich passe. Weil wir hier im A-Park sind. Also. Übrigens, es ist 3.23 Uhr und wir haben 600 Zuschauer. Ich liebe euch wirklich. Und ein massives Hoch auf die Arbeitslosigkeit. Ich weiß es nicht, ob ich ja wirklich in den A-Park gehen will. Weil das wirklich ohne Kappa, Hurensohn, wer nicht arbeitslos ist. Ich keine Ahnung, das sieht hier so brisant aus. Ich hatte mal ein paar Schritte vielleicht rein hier. Oh, Junge, ja, da ist die Konkurrenz. Da ist die Konkurrenz. Die Konkurrenz. Teilen wir uns, Bruder? Bitte? Teilen wir uns, Bruder? Ich nehm das Glas und sehe die Dosen. Ja, vielen Dank. Ja, die Pfandangels müssen immer noch zusammenhalten, das stimmt schon. Deswegen finde ich es so kacke, dass es ja alles so ein Konkurrenzkampf ist. Aber naja, das zeigt halt einfach, wie hart das Business ist. Man muss nämlich teilen, das ist scheiße. Machen Sie es gut. Ciao. Vier dort hinten. Ja. Oh, geil. Vielen Dank, vielen Dank. Oh, ja. Vielen Dank. Junge, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das ist ja doch ein Ort der Oase in gewisser Weise, also krass. So, also langsam füllt sich der Beutel. Und ja, ich halte halt lieber Abstand vom A-Park. Ich weiß auch nie. Ich habe gehört, in diesem Park spukt's, also ohne Scheiß. Und das meine ich jetzt ernst, also da spukt's. Punkt aus Ende. Alter, so langsam entwickelt sich so ein Kampf bei mir, so ein innerer. Zwei Gender gegeneinander, das müsst ihr euch mal vorstellen. Der A-Park ist zwar auf eine Art und Weise ein Pfandparadies, aber da ist so viel Konkurrenz, weiß ich nicht, wäre jetzt nie meine erste Wahl. Der A-Park ist sowas, da würde ich nur durchfahren, wenn ich ein Fahrrad habe, einen großen Rucksack oder Beutel um den Lenker. Dass ich so durchfahre, an den Gruppen vorbei, schnell das Leergut raffe und dann mich wieder verpisse. Weil die meisten Leute haben dort irgendwie so ein großes Zentrallager, also so ein Einkaufswagen oder irgendwie sowas. Und laufen Runden und sammeln immer wieder ein. Übelst krank, das Business dort. Da war ich früher auch mal sehr oft stationiert. Dunkelsten Löcher. Wenn hier irgendwie ein Waschbär sitzen würde, ey, dann würde ich da eins absolut normaler Lifestyle.
es wird halt, muss ich echt sagen, auch wenn es dann heißt, der Schänder schwächelt, muss ich die Situation auf jeden Fall gestehen. Also ich bin so langsam aber sicher gefickt, so nach dem Motto, also gebumst, so nach dem Motto gedehnt. Oral ausgeweitet. Wir haben es jetzt 1943. Nee. Meine Mio. Ich fand das so dumm. Es war natürlich 1843. Ich fand es einfach so dumm. Das muss ich drin lassen. Tut mir leid. Mio, Mate. Was mich wirklich richtig wahnsinnig gemacht hat, der August hat wirklich teilweise Szenen einfach dreimal neu angefangen. Das hat mich so fertig gemacht, Alter. Sieht nicht nach Pfand aus, leider. Okay. Was für geile Preise eigentlich. Alter, einfach Quittenmarmelade, 1,50 Euro. Hausgemacht. Birnenmarmelade, 1,50 Euro. Apfelgelee, alles 1,50 Euro. Junge, ich hätte dort mindestens 3 Gläser mitgenommen. Auch Schlehengelee, 1,50 hausgemacht. Junge, das ist ja so krank. Und dann geht es auch noch an Menschen in Not sogar. Also man kann natürlich auch mehr geben, aber so kannst du das vertrauensmäßig. Übelst geil, Alter. Das ist pures Gold heutzutage, dass es sowas noch gibt. Also es wird gespendet, man kann es aber kaufen. Ich würde sagen... Ich dachte eigentlich, man kann es auch klauen. Ich dachte wirklich, der nimmt sich was mit, aber nee. Wir gehen jetzt weiter in den. Das wäre so geisteskrank. Ich muss geständigerweise sagen, wir gehen jetzt mit den schwindenden Genderkräften zum Schlossgarten und gucken dort nochmal und dann schauen wir mal. So, ich bin jetzt am Schlossgarten und. Schon die ersten zwei Red Bulldosen erspäht. Mein Adlerauge sagt mir, dass das rechte Red Bull ein blaues ist. Obwohl es davon verschiedene Sorten gibt, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es Blaubeere. Oh, da habe ich. Massiver Peppfurz, Junge, das sind Fakten. Ich habe ein Nest hier gefunden, das macht mich wirklich wild. Genau, ich bin hierher gekommen. Ja, es belebt gerade auch mein Geist und das ist diese Edition, die kürzlich rausgekommen ist. Die schmeckt mir sehr gut, muss ich sagen, aber da scheiden sich die Geister. Das Rosane scheint ja niemand zu schmecken, aber ich habe einen anderen Bezug zu Zucker. Ich knall mir die Scheiße ja nur rein, weil ich eine Wüste in meinem Maul kriege, wenn ich dicht bin. Und dann muss es einfach nur irgendwie süß sein, so. Aber Leute, die halt wirklich Feinschmecker sind, naja, die differenzieren da in einem höheren Maße. So. Okay. So. Das ist das Endprodukt. Soll ich jetzt abgeben? Und ich bin sehr gespannt. Wir haben es jetzt. Wie spät haben wir es? Gucken wir noch. Wir haben es 19:16 Uhr. Ja, bis wann schon hätten wir Zeit gehabt? Ach, fuck. Ach. Naja. Ach. Wenn ich das jetzt hier stehen lasse, dann klauen das die Leute. Und das würde ich nie im Leben zulassen. Ja, das sieht eigentlich nie wirklich gut aus. 3,97 und jetzt ist eigentlich schon fast die Hälfte weg. Naja. Oh nee. Na komm. Nimm das Knofenser. Scheiße. Nee, die muss drin bleiben. Jawoll. So, die letzte Flasche. Und zwar sind wir bei 8,55 plus die 8 Cent. Aber Moment mal. Jetzt kommt nämlich der Plot-Twist. Und zwar, du willst die Flasche nicht annehmen. Nee, Spaß. Wir haben ja noch hier die ganzen Dosen. Und ich werde ja schon kritisch beäugt. Deswegen muss ich mich hier langsam ein bisschen beeilen. Die Meute, die sammelt sich ja. Also noch der Rewe dort am Albertplatz, wo nur ein Pfandautomat ist. Einfach schön. Das macht mich wirklich geil. Ach so, fuck. Okay, alles gut. Das scheint aber bloß ein bisschen spannend machen.
Es nimmt einfach jetzt. Okay, weiter geht's. So, jetzt ist es tatsächlich die letzte Flasche. Wir haben es 19.26 Uhr und wir haben einen Erlös von 22,98 Euro. Einmal Flasche auf 25, 7, 15, 6, 64, 25, 71, 08. Alter, ich bin wirklich gespannt, was sich die anderen hier so geleistet haben. Ich bin wirklich gespannt. Und ich muss sagen, da das Projekt nun zu Ende war. Ach fuck, hier haben wir ja noch eine, aber die zählt ja nicht. Ich verstoße jetzt offiziell gegen die Regel, indem ich einen zweiten. Nee, ich verstoße nicht gegen die Regel. Ich lasse sie jetzt einfach hier stehen. Liegen. Ich bin jetzt mal ganz frech. Ich bin. Achso, das stimmt ja. Ich muss ja einkaufen. Ja gut, dann haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Niemand von denen. Das macht wie. Schokopapi, was heißt für nichts? Der Mann hat immerhin 23 Euro plus gemacht. Können Twitch-User, die kein verifiziertes Konto haben, mit einem Sub trotzdem schreiben? Das kann ich dir nicht sagen. So, jetzt kommt der Kamel. Stimmt ja. Wir müssen ja einkaufen. Ja gut, dann haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Ja, niemand von dem muss diesen Scheißweg jetzt gehen. Ich hab. Okay, da können wir erstmal den nächsten Shot trinken. Dann haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Niemand von dem muss. Black Line, das stimmt doch gar nicht. Das weißt du doch noch gar nicht. Wir müssen ja noch einkaufen. Ja gut, dann haut rein, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao. Niemand von dem muss diesen Scheißweg jetzt gehen. Ich hab hier einen scheiß Abenteuerweg, weil da hinten eine Pfandflasche liegt. Stimmt, der ist ja immer noch dort. Der ist ja über alle drei Episoden da, an diesem scheiß Flussufer. Das ist so geil. Aber warte ab, beim Kamel kommt der Plot-Twist gleich noch. Der Mann wird in der dritten Folge vom Publikumsliebling ja, zum Jamal. Junge, wer nicht Pfand? Der nicht Fan. Nicht Fan? Junge, wer nicht Fan? Der nicht Fan. Nicht Fan? Der nicht Fan. Junge, wer 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 nicht Fan? Der nicht Fan. Aber schon traurig, dass hier nicht so viel ist. Ich dachte, das wäre cool, wenn der ganze Weg jetzt voller Fan wäre. Ich will, dass ihr das auch versteht. Junge, wer nicht Pfand, der nicht Pfand. Beim Pfandparadies. Einfach ein Pfand. Könnt ihr ja auch jetzt gerade Boot fahren, aber ist so Pfand. Ja, das ist jetzt eine Stunde vergangen. Und ich muss ehrlich sagen, Alter, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr. Ich habe einfach wirklich 0,00% Bock. Toilettenpause. Und jetzt geht das beschissen weiter. Jetzt bin ich wieder ein bisschen motiviert, weil ich nicht scheißen muss. Und ja. Aber die Ausbeute wird beschissen sein. Aber dabei sein ist alles. Junge, was ist denn das? Oh, Junge. Der Beutel aus dem Klo. Oh, den hatte ich wohl richtig. So. Das ist mein Ertrag, also das habe ich von zu Hause gesammelt alles. Und das ist das, was ich jetzt unterwegs gesammelt habe. Also da muss man auch sagen, es gibt halt nicht mehr viel zu sammeln, weil so viele Leute zur Zeit... Also alle, die ganze Zeit sagen, Kamel, also da ist der Einzige, der hier wirklich durchzieht, schaut euch jetzt wirklich nochmal das Verhältnis an. So. Das ist mein Ertrag, also das habe ich von zu Hause gesammelt alles. Das hat er alles von zu Hause gesammelt. Und diesen halben Beutel hat er gefunden. Am ganzen Tag, ich finde das
so geil. Es macht mich so krank. Es macht mich so krank. Das ist so geil. Und das ist das, was ich jetzt unterwegs gesammelt habe. Also, da muss man auch sagen, es gibt halt nicht mehr viel zu sammeln, weil so viele Leute zurzeit auch Pfand sammeln und da findest du halt nichts. Ja, ja, ja. Deswegen, also ich soll auch sagen, meine Eindrücke, also diese Idee 8 versus oder 7 versus Pfand ist schon eine coole Idee, aber man hätte es so machen müssen, dass einfach jeder draußen Pfand sammelt. Also dass man wirklich die Wege geht, um den Pfand zu sammeln. Na, dann hättest du jetzt genau 4 Euro. Nur genau, das sagt mir der Mann, der gerade zeigt, dass er 5 Beutel Pfand schon zu Hause stehen hat und einen halben gesammelt hat. Hm. Aber mal im Ernst, es geht hier nicht darum, bei dem, was ich mir ausgedacht habe, wer hier das meiste Leergut irgendwo draußen am Wegesrand sammelt und die größte, ehrenwerteste Leistung verbringt. Nein, es geht darum, wer hier am kreativsten ist und am meisten Leergut auf allen erdenklichen Wegen zusammenträgt und am Ende den größten Bong abgibt. Meine Güte, dann macht's da alle selbst, ihr Fotzen. Anstatt, dass man zu Leuten geht, dann Pfand abholt, weil da ist ja dieser Pfandsammelmoment gibt es ja dann nicht mehr. Dieses Adrenalin, wenn du dich freust, wenn du unterwegs gehst und du siehst auf einmal so eine 25 oder 18 Pfandflasche, nimmst du mit, pumpt das Ende. Diesen Moment gibt es ja nicht. Das ist ja einfach, man guckt Connection, guckt, okay, wer hat mehr Pfandflaschen. So eine 25 oder 18 Pfandflasche nimmst du mit, pumpt das Ende. Diesen Moment gibt es ja nicht. Das ist ja einfach, man guckt Connection, guckt, okay, wer hat mehr Pfandflaschen oder wer gibt Pfandflaschen ab, pumpt. Ja, Bro, warum nutzt denn du deine 5 Stunden nicht und deine Connections, um einfach ein bisschen Pfand zusammenzutragen? Ist dann meine Frage, statt hier dich vor dein vollgeschriebenes Whiteboard mit irgendwelchen Porno-Hentai-Titeln zu setzen und rumzujammern. Verdammt noch eins. Pumpt man ab und fertig hat das. Deswegen, das Konzept ist geil, deswegen ich wünsche jedem Glückwunsch, der gewonnen hat. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe dadurch auch ein bisschen Pfand gesammelt, ein bisschen mehr Moniten. Money! Und ja, also, mehr kann ich dazu nicht sagen. Jetzt kommt dann noch das Video, wie ich den Pfand abgebe, den Pfandbon. Und ja, es hat halt Spaß gemacht und ich bin bestimmt der Einzige, der richtig Pfand gesammelt hat, der seinen verdammten Arsch bewegt hat, geklettert ist und Pfand gesammelt hat. Scheiße, fick dich. Waren das alle? Ja. Ich kann nicht mehr. Vollbracht. Schleichwerbung. Ist immer noch geil, dass der Mann einfach mit dieser Leistung wirklich nicht letzter geworden ist. Das macht mich so krank. Das macht mich so krank. So, dem Glück wird jetzt immer noch ein bisschen geholfen. Wir machen jetzt nochmal eine bisschen weitgehende Tour. Ja, ne, wir holen jetzt noch was ab, was uns jetzt vermacht worden ist. Wir haben nämlich ein paar Connections. Genau. Weil wir sind nicht so Assis und bunkern sowas wochenlang. Genau. Wir sind nämlich noch richtige Macher, wie man sagt. Er hat nicht nur mehr als der Schänder, er hat mehr als der Schänder, seine Freundin und der August zusammen. Richtige Männer. Wir haben nämlich noch alle beide einen Penis in der heutigen Zeit. Ja, Ringelschwänzchen und so. Ja, nee, aber wir haben auf jeden Fall noch mal ein, zwei Nester abzufahren. Und dann geben wir nochmal unsere letzten Kräfte für ein paar Stellen, die vielleicht noch ein bisschen was beherbergen. Und dann machen wir uns nochmal so langsam Richtung Pfandautomat. Ja, also wir haben uns jetzt bis 19 Uhr gegeben, das ist jetzt noch ungefähr eine Stunde. Und ich denke mal, in der Stunde sollten wir noch ein bisschen was zusammenkriegen. Sobald er 19 Uhr ist, werden wir noch einen kleinen Teil abgrasen. Und so gegen 19:30 Uhr werden wir, denke ich mal, alles abgeben. Ja, und dann, ich hoffe mal, dass wir den Pfandautomaten dann nicht, also dass der gleich frei sein wird und wir und den... Und natürlich auch alles annimmt und natürlich nicht abbricht, weil das... Das wäre scheiße, das wäre richtig scheiße, weil nur der Endbetrag auf dem, also der große Betrag auf dem Pfandbon zählt, ja, wie in den Regeln ja beschrieben ist. Ja, deswegen, ja, die Regeln. Niemals nach Mitternacht füttern. Ja, ist eigentlich noch jemand, was das war? Sind eigentlich so viele Leute noch so alt hier? Wen durfte man nicht nach Mitternacht füttern? Meine Mutter hat die Filme immer geliebt. Das waren geile Zeiten.
Junge, das. Den Kong ohne, Junge, das. Ja. Junge, Gizmo, stimmt, Alter. Da hatte ich sogar so ein Plüschtier von meinem Bruder damals. Ah, das waren gute Zeiten, Alter. Ja, stimmt, der Opa erzählt wieder Geschichten aus den Palana-Karten. Das, Alter. Ja. Auf jeden Fall, das Gebäude gehört mir. Ja, also danke für den. Danke für den edlen Spender. Da haben uns jetzt nochmal ungefähr. Ja. Säckeweise mitgegeben. Ich denke, der Mann wird sich freuen, wenn wir uns damit den Sieg holen. Ich hoffe. Und ja, ich werde jetzt diese Szene einfach irgendwie so lange rauszögern. Ja, ne, wir müssen massives Videomaterial noch mitnehmen. Wir können jetzt leider die Umgebung nicht filmen. Nee. Ich hoffe, ich habe die nicht zufällig gefilmt. Ich werde es gleich nochmal prüfen müssen. Diese Aufnahmen machen mich so krank. Also das Endergebnis von mir und dem echten Seibt. Wir haben uns nochmal echt Mühe gegeben. Ich denke mal, die Chancen sind nicht schlecht. Das wird jetzt alles hier abgegeben. Im legendären Kaufland. Ja, also Pflanz. Ja, mal gucken. Mal gucken. Müsli wird übrigens ohne Zahnpaste gegessen, glaube ich. Bis 20 Uhr noch. Hört ihr das? Das ist so, das hört sich Sieg an. Das kann ich hoffen, mein Lieber. Das ist wirklich, also. So, naja, also Seitenschläferkissen wurde übrigens gerade auch noch geholt. Hier ist ein Sack voller Dosenpfand. Danke an die edlen Spender. Wir haben jetzt eine nächste Anfrage für Spenden. Also, was heißt Anfrage? Eine Zusage bekommen. Da fahren wir jetzt als nächstes hin. Wir haben halt doch die guten Leute an der Hand. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Ja. Ich denke, wir könnten unter den Top 3 sein. Ich möchte nichts sagen. Aber Hauptsache, wir werden Kamel besiegen. Das wird auf alle Fälle. Prost. Ich kann es, also. Naja, also. Mein Kofferraum ist voll mit Pfand. Ja, wir holen jetzt nochmal knapp einen halben Kofferraum ab. Don't fret. Und wir grasen jetzt nochmal die letzten paar Reste ab. Dann müssen wir es langsam zum Pfandautomaten machen, weil das abgeht. Ja, also 19:30 wollen wir bei einem Pfandautomaten sein. Wir fragen vorher beim Kaufmann nochmal nach. Nicht, dass es abbricht. Ich hoffe halt auch, dass die Automaten das alles annehmen. Und halt auch nicht voll sind oder so. Deswegen würde ich vorher den Mitarbeiter dort nerven. Ja, dass sie das leer machen vielleicht und dann für leer gut. Ja, so, sind an einem Kaufland angekommen. Kannst du noch unseren Plan erzählen, was wir jetzt machen werden? Wir werden jetzt den Pfand in den Automaten. Ja, aber warum? Also wir arbeiten ja zusammen. Also eigentlich sind wir ja Team Gegner, aber wir sind ja ein Team. Wir sind ein Team, ja. Also, wir werden das jetzt abgeben und wenn das glorreich ausgeht, dann machen wir halt halb ungefähr. Ja, ja, ne, du gibst jetzt eine Flasche ab. Achso, ja, ich werde ungefähr eine Corona-Flasche abgeben, weil... Und den Rest werden wir über mich machen und je nachdem, was wir gewinnen, teilen wir uns dann den Gewinn. Genau, weil wir sind zu zweit, sind wir nämlich eine Masse. Genau. Und das werden wir jetzt richtig auskosten. Naja, und dass dieser Schwanz jetzt auch hier ist, das ist natürlich, Wegekreuz, die sich schon wieder unbeduldigt. Also wir sind uns einig, eigentlich muss Max nur so viel Minus wie möglich machen. Darum geht's eigentlich, deswegen das machen wir auch mit. Ja. Und Kamel kriegt nichts. Kamel muss dringend vernichtet werden. Ein Shot trinken, zwei Shots, nochmal. Ich hab noch was eingepackt in meinen Koffer, was ich vergessen habe. Sorry. Nur so viel Minus wie möglich machen. Darum geht's eigentlich, deswegen machen wir auch mit. Ja. Und Kamel kriegt nichts. Kamel muss dringend vernichtet werden. Ja. Tod für Kamel. Man kann sich wirklich keinen schöneren Freundeskreis wünschen als diesen. So viel Liebe. Nee. Junge. Filmt es. Filmt es. In der Tat. Ich würde jetzt die Rückgabepsychose. Es wird jetzt eine Weile gefilmt. Was Max da hinten auch schneidet, ist mir nicht gucken. Da kann er mal hier und da ein Grunzgeräusch einfügen. Grunz. Ich hoffe wirklich, der Automat macht das mit. Du hast aber zu wenig getrunken, ne? Ja, leider.
von dem Erlös wird natürlich bei dir bilden. Junge, wie dieser Weitwinkel den Seib viel dicker macht, als er überhaupt ist. Ja, goldenes Bier. Ich hab's halt nur geschafft, die Hälfte von dem allen zu saufen, also ich hab nachgelassen. Also alles, was hier an Bier rumkommt, das war ich. Was gibt's denn so für weise Worte, die man ja dazu sagen kann? Sammeln wir ran. Ja, schickt uns das Pfand vor allem. Jetzt sieht man im Hintergrund, glaube ich, gleich, wie es beim Chris das erste Mal abbricht. Ja. Die nächste Challenge kommt bestimmt. Das wird dann wahrscheinlich Seven vs. Bier, das werde ich gewinnen. Die Seven vs. Pfand Team, das sind ja wieder ein Team. Ja. Aber diesmal wollen wir richtig ab. Was ist denn das? Ich bin wirklich erstaunt, dass man mittlerweile keinen Weinwinkel mehr braucht, um dich abzufilmen. Junge. Jetzt. Achso. Ja. So, also, ja. Alter. Ist voll? Ja. Ach nee. Der Hass. Wir müssen dringend durchhalten. Junge, während man sieht, wie die anderen neben dir fleißig und gute Dinge einfach abgeben, während dein Werk zerbumst wird. Ach. Lass uns nicht im Stich. Sei lieb zu uns. Du hast es gleich geschafft. Ja. Es muss einfach funktionieren. Es gibt kein besseres Team als uns. Also ich habe alle Hoffnungen. Naja, noch hier. Dann 75. Eine Chris ist einfach im Leergutautomat. Naja, noch hier. Dann 75. Schade, dass es 69 waren. Geisteskrank. Schade, dass du 69 waren. Wisst ihr noch, wie viel es bei mir gewesen wäre, wenn es bei mir nicht abgebrochen hätte? Ah, egal. Jetzt kommt die Zusammenfassung. Okay, let's go. Die Siegerehrung. Den fünften Platz mit einem Bon von 22,98 € teilen sich der Schänder und Meister August. Stabile Leistung, die beiden haben auf jeden Fall die Elbe abgegrast und dann die Neustadt. Aber das Gesamtergebnis, naja, aufgrund der zahlreichen Bierflaschen lässt doch etwas zu wünschen übrig und auch mit vereinten Kräften konnten die beiden leider nur den letzten Platz belegen. Tut mir sehr leid, aber stabil abgeliefert. Auf Platz 4 liegt mit 24,96 € der gute Jamal. Dein körperlicher Einsatz und deine Abenteuerlust beim Sammeln waren absolut seinesgleichen suchend, aber leider führte das nur zu einem halben Beutel Pfand. Der Großteil stand auch in deiner Wohnung, obwohl du dich die ganze Zeit über mich aufgeregt hast, du Wichsgesicht. Nichtsdestotrotz hat die Gesamtleistung zu einem stabilen vierten Platz und das als Einzelkämpfer geführt. Nicht schlecht, mein Lieber. Nicht schlecht. Den dritten Platz belegt leider Gottes, weil man ja auch das Schicksal nicht beeinflussen kann, unser lieber Chris. Der hat nämlich genau dasselbe Schicksal erlitten am Leergutautomat wie ich und der Automat hat eher einen Bon ausgespuckt als gewollt. Junge. Naja, normalerweise hätte Chris einen Bon von 54,57 € haben können, wenn alles auf einen gepasst hätte. Das hätte ihn aber nicht besser platziert, wenn es bei mir auch geklappt hätte. Hätte es bei mir nicht geklappt, wäre er Platz 2 gewesen. Hätte es bei ihm geklappt, Junge, heilige Scheiße. Die Realität sieht aber anders aus. Und er hat einen Bon von 29,42 € abgegeben, der ihn einen stabilen dritten Platz bescherte. Ihm, nicht ihn, ihm. Ich gratuliere. Auf jeden Fall habt ihr alle was gewonnen. Also fast über einen Fuffi. Stabil. So. Hätte bei mir alles geklappt, hätte ich 66,05 €
auf einen Bon bekommen. Damit wäre ich auch Zweiter gewesen. So sieht's aber nicht aus. Deswegen ist mein höchster Bon 46,25 €. Was mir persönlich den zweiten Platz einbringt. Das heißt, wenigstens 200 € bleiben bei mir. Was aber auch wiederum bedeutet, der erste Platz geht an den guten Herr Seibt und den Superfahrer mit einem Bon von 67,39 €. Also bin ich gar nicht mal so traurig. Die beiden hätten mich nämlich auch besiegt, wenn bei mir der Automat nicht gestreikt hätte. Junge, Junge. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich hier ganz schön verschätzt. Zum einen habe ich meinen eigenen Pfand, den ich hier hatte, auf zwischen 85 und 90 € geschätzt, was natürlich viel mehr ist als die Realität. Und dann habe ich auch noch gedacht, dass hier um einiges krasser abgeliefert wird. Hier wurde viel mehr wirklich gesammelt, als ich dachte. Das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Story-Aufrufe zum Pfand verschenken und so bei den Jungs nicht so ertragreich waren wie gedacht. Und auf jeden Fall ist eine ganze Menge Comedy hierbei rumgekommen, auch einiges an Action. Und genau das war's, was ich hier erzielen wollte. Jeder soll einfach so kreativ wie möglich, so viel Fun wie möglich ergaunern auf jede erdenkliche Art. Und das hat auch eigentlich geklappt. Ich persönlich hielt es einfach für ein bisschen zu langweilig, wenn nur rein gesammelt wird und ihr euch dann einfach die ganze Zeit nur anschaut, wie Leute Leergut aus Mülleimern fischen oder vom Wegesrand aufsammeln. So, das war mein Gedanke. Deswegen dachte ich mir so, ey, Leute, sehr lockere Regeln, macht was ihr wollt. Hauptsache, ihr gebt den größten Bon ab. Was als letzten Faktor ja nochmal die Spannung viel mehr steigert, weil wer weiß, wann der Automat den Bon ausspuckt. Also ich bin mit den Regeln sehr zufrieden. Ich habe natürlich eine große Kontroverse damit geschaffen, dass ich so viel Pfand bei mir zu Hause schon habe und im Prinzip gar nichts geleistet habe, außer den abzugeben. Das hat sehr viel Hass und Kommentare erzeugt. Es hat wieder mal wunderbar funktioniert. Yay! Was aber am Ende auch nur für den zweiten Platz gereicht hat. Verdammt nochmal. Naja, okay. Was ich natürlich sehr ehrenwert finde, ist, dass der Sergeant jetzt die Hälfte abbekommt von dem Gewinn. Also Sergeant, ich gratuliere dir. Zu 200 €. Nicht schlecht. Damit ist der Sergeant der größte Gewinner dieses Contests, Alter. Weil sozusagen kriegt der Seibt eine Super ja jeweils nur ein Huni und Sergeant 200. Das ist auf jeden Fall absolut der wahre Sieger. Der hat nämlich nichts gemacht. Na gut, nee, er war arbeiten. Aber hier, Sergeant, ich gratuliere dir. So, und dann alle, die hier mitgemacht haben, vielen Dank für die Teilnahme. Es hat wirklich Spaß gemacht, das Ganze hier zu schneiden. Und auch danke für euer Feedback. Ich freue mich nach wie vor auf jeden Daumen nach oben auf dieses Video, auf jeden Kommentar. Gönnt euch das Pfand Angels Messer, Link ist... So. Der Sergeant hat zwar nicht mitgemacht, aber der Seibt, der Supra und der Chris haben gesagt, wenn einer von denen gewinnt, kriegt der die Hälfte einfach ab. Einfach aus Ehre. Und ja, da die gewonnen haben... kriegt der Sergeant die Hälfte. Geil, also ich finde das, ich feiere das Ergebnis einfach absolut. Das ist wirklich wirklich wunderschön. Ja. Sascha, sehr gern. Danke fürs Anschauen, kann ich nur sagen. Ey, es ist 4:05 und wir sind 619 Leute. Also ich habe diesen Stream 10 Minuten vorher angekündigt. Das war um 1 Uhr fast. Wie geisteskrank. Das ist wirklich... Prost, Mahlzeit. Liebe Grüße an den Jobcenter an dieser Stelle. Alter. Ich wollte diesen Stream eigentlich Sonntag machen, aber ich weiß nicht, ob ich da noch im Hotel bleibe. Also deswegen, ich dachte mir, jetzt mach's lieber jetzt gleich. Da ist es abgehakt und ich hatte jetzt auch Bock drauf. Und ich dachte mir jetzt auch so, ja, so kann ich die Leute noch länger wach halten, weil so hat man die Möglichkeit, die dritte Folge schon vor allen anderen zu sehen. Yeah, yeah, yeah. Ich hoffe, viele von euch müssen in Wahrheit eigentlich arbeiten gehen und sind jetzt vollkommen übermüdet. Yeah. Gut, so, geht's jetzt in die Zone oder nicht? Ja. Oh.
Gut, die Frage stellt sich gar nicht. Natürlich geht's in die Zone. Also, ich starte den Stream ab und an, weil ich die gesamte Aufzeichnung als Upload hochladen möchte. Und ja, wer noch weiterschauen will, dann F5 drücken. Wer nicht, geht ins Bett. Und dann die, die bei YouTube bis jetzt geschaut haben, 3 Stunden, 9 Minuten. Ja, auf jeden Fall viel Spaß. Hattet ihr hoffentlich beim Gewinnspiel, sag ich schon, bei dem Trinkspiel. Und meine abschließenden Worte für diesen Upload sind: Es wird keinen Trostpreis für Gamel geben.